Ahoi, seid gegrüßt heute Abend hier in der Landesgeschäftsstelle in München. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Die Fachgruppe Wirtschaft und Soziales Bayern hat eingeladen heute Abend. Wir starten heute ins Jahr 2012 mit diesem Vortrag hier, Vortrag plus Diskussion. Und Diskussion zum Thema Geld. Geld ist ja eine merkwürdige Angelegenheit. Wir alle benutzen es, wir alle brauchen es. Aber kaum jemand versteht, wie es eigentlich funktioniert, was es eigentlich ist. Und das gilt nicht nur für Normalbürger, das gilt auch für den einen oder anderen Ökonomen. Da ist zum Beispiel im Oktober letzten Jahres in einer Fernsehsendung mit Herrn Beckmann ein Ökonom aufgetreten, ein Professor Hörmann. Und der hat erzählt, dass das Geld sowieso politisch auf Dauer gar nicht tragfähig sei. Es wäre viel besser, wenn man kein Geld hätte, wenn man wirtschaften würde ohne Geld. Und er hat erzählt, dass die Chinesen das 10.000 Jahre lang gemacht hätten, sehr erfolgreich. Sie seien auf den Markt gegangen, man hätte dort getauscht, Gemüse gegen 10 Eier. Und weil das ja vom Wert nicht ganz passt, sondern immer Differenzen erzeugt, hat man diese Differenzen verhandelt und als Zahl, als Kreidezahl in die Wand geschrieben. Und wenn man das nächste Mal auf den Markt kam, hat man wieder gehandelt und hat eine andere Differenz ermittelt. Und diese neue Differenz hat man mit der alten Differenz verrechnet, die Kreidezahl weggewischt, eine neue Kreidezahl aufgeschrieben. Ja, aber das sei alles kein Geld. Komischerweise hat der Mann damit genau den Kern, das Wesen unseres Geldes oder jedweden Geldes erzählt. Jedweden Geldes, auch den Kern des Geldes von heute. Denn Geld ist nichts anderes als eine Verrechnungsgröße. Man handelt das eine gegen das andere, es gibt Differenzen und diese Differenzen müssen irgendwo gemerkt werden, damit sie beim nächsten Mal wieder verrechnet werden können. Und das ist die Funktionsweise oder das ist das Wesen des Geldes schlechthin. Das heißt, eine Verrechnungsgröße, zahlenmäßig, quantitativ. Und wie diese Zahl verwaltet wird, ob diese Zahl mit Kreide an die Wand geschrieben wird, ob sie mit Tinte auf ein Stück Papier oder auf einen Baumwollzettel geschrieben wird, ob sie auf eine Goldmünze geprägt wird oder als Datensatz in einem Computer oder auf einer Chipkarte gespeichert wird, ist völlig egal. Es ist immer die zahlenmäßige Information, das ist das Geld. Der Träger, das Medium kann sich ändern. Das kann die Wand sein, das kann die Goldmünze sein, das kann der Computer sein, das ist nur der Träger. Bei der Goldmünze kommt noch die dingliche Sicherheit dazu, die gleich mit dabei ist. Das ist der ganze Unterschied. Geld ist also eine Verrechnungsgröße, eine Information, die man speichern kann. So, und damit habe ich eigentlich auch schon deine nächste Folie vorweggenommen oder nahtlos in deinen Vortrag hinein moderiert. Ja, Tobias wird erzählen. Ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Tobias Deiters, ich bin Pirat und bin aktiv hier in der Fachgruppe Wirtschaft hier in München und gleichzeitig auch aktiv in der bundesweiten AG Geldordnung und Finanzpolitik und auch in der AG Wirtschaft der Piraten. Und ja, ich fühle mich verpflichtet, heute hier einen Vortrag zu halten, wie unser Geldsystem funktioniert. Es wird das Basiswissen sein von diesem Geldsystem, was ich hier gerne vorstellen will. Und ja, fangen wir einfach mal vorne an. Wir werden in dem Vortrag zwei Breaks einbauen, wo ihr dann Fragen stellen könnt. Das halte ich für besser, als es alles am Schluss zu stellen, einfach weil ich ja versuche, Wissen zu vermitteln und ja, ich will euch alle dabei haben und wenn da jetzt zwischendrin Leute auf der Strecke bleiben, weil sie was nicht verstanden haben, wird es vielleicht schwieriger danach, das weiter zu verstehen. Deshalb machen wir Breaks und da könnt ihr einfach fragen, was ihr nicht versteht. Mir geht es darum, Wissen zu vermitteln und ja, und das wäre mein Anliegen für heute. Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Ich hoffe, ich kann es dann beantworten. Ja, wie Klaus schon gesagt hat, eins der wichtigsten Dinge, die man verstehen muss über Geld, ist, dass Geld eben kein Ding ist. Und das steckt im Verständnis der Leute sehr tief drin. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, mein Vater hat mir früher erklärt, wie Geld funktioniert. Er hat gesagt, okay, du gehst arbeiten, verdienst dein Geld und wenn du Geld übrig hast, dann bringst du es zur Bank.
Und bei der Bank läuft das so, du gibst es auf ein Konto und die Bank arbeitet dann mit deinem Geld. Und du kriegst dann dafür Zinsen. Dieses Arbeiten sieht so aus, dass sie dein Geld nehmen und weiterverleihen. Jemanden, der das Geld braucht, der kriegt es dann und der muss dann Kreditzinsen dafür zahlen. Und einen Teil davon kriegt man ab. Das sind dann die Guthabenzinsen und von der Differenz lebt die Bank. Ja, das hörte sich alles für mich sehr plausibel an und das habe ich natürlich dann auch gemacht, habe mein Geld zur Bank gebracht und habe immer schön meine Zinsen bekommen. Ja, also wirkt auf mich alles sehr plausibel. Mittlerweile weiß ich, dass es alles eine große Illusion ist und es ist schon merkwürdig, dass sich dieses Wissen so fest manifestiert hat. Ich glaube, ein großer Grund dafür ist, dass selbst die Bundesbank bis 2007 genau diese Vorstellungen in ihren Schulungsunterlagen für die Sekundärstufe 2 drinstehen hatte. Man nennt diesen Prozess, den auch viele vielleicht vom Namen her kennen, multiple Geldschöpfung. Ja, und so wurde das bis 2007 von der Bundesbank beschrieben in ihren Schulungsunterlagen und ja, in den Schulen auch so den Leuten beigebracht, den Schülern. Merkwürdigerweise hat sich dann etwas geändert in diesen Schulungsunterlagen 2008. Mittlerweile weiß ich, dass eine Gruppe hier aus München interveniert hat bei der Bundesbank. Die hatten sich mit Geld beschäftigt und hatten plötzlich festgestellt, Moment, das, was da drin steht, stimmt ja eigentlich gar nicht. Diese multiple Geldschöpfung, die dort beschrieben wird, existiert ja so gar nicht. Sie haben sich dann mit den Leuten auseinandergesetzt mit der Bundesbank, ja, nach so einem halben Jahr hin und her, kam plötzlich so eine Stille auf bei der Bundesbank und plötzlich stellten wir fest, in der Version 2008 war plötzlich davon nicht mehr die Rede. Also von multipler Geldschöpfung war plötzlich keine Rede mehr. Von dem Begriff der Zauberei, so wie es bis 2007 in den Schulungsunterlagen stand, war plötzlich keine Rede mehr. Und wer das nicht glauben will, wir haben das auf unserer Wiki-Seite von der AG Geldordnung dokumentiert. Dort haben wir die alte Version, die 2007er Version liegen und auch die 2008er und die aktuelle. Und ja, es ist schon wirklich beeindruckend, dass sich da in der Erklärung, wie Geld entsteht, sich so was Gravierendes geändert hat. Und ich meine, es ist klar, wenn so lange eine Fehlinformation von der Bundesbank vertrieben wird, auch in ihren Schulungsunterlagen, kann man natürlich davon ausgehen, dass Menschen, die oder auch Lehrer, die das den Schülern beibringen, der Sache nicht widersprechen würden. Wenn die Bundesbank das schreibt, dann wird das wohl so sein. Und ja, das ist schon ein Ding. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus. Und wichtig ist dabei zu verstehen, dass eben genau das, was ich hier oben stehen habe, ganz wichtig ist. Geld ist kein Ding. Denn in der alten Vorstellung, in dieser multiplen Geldschöpfung, wurde mein Geld weitergegeben an jemand anderes. Und aus diesem Verständnis her hat man das so verstanden, okay, dann kriegt jemand Kredit und der hat dann mein Geld so lang. Was natürlich merkwürdig ist, mein Geld verschwindet nie von meinem Konto. Also mein Konto ist ja immer da. Ich sehe immer auf mein Konto und da sind immer meine 1000 Euro drauf. Selbst wenn das Geld für mich arbeiten würde, warum liegt es da noch? Es müsste doch der andere haben. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die einen nachdenklich stimmen, ob diese Erklärung stimmt. Und wie gesagt, seitdem 2008 dann das geändert wurde in den Schulungsunterlagen, war relativ klar, das war alles eine große Story, die einem da erzählt worden ist. Wahrscheinlich für die Bevölkerung, damit sie eine Idee hat, was Geld ist. Ja, die Realität sieht anders aus und wenn man will, also wenn man das verstehen will, wie Geld wirklich funktioniert, muss man sich an eine Stelle begeben, wo Geld eigentlich hauptsächlich stattfindet und das ist in einer Bilanz und zwar in Bankbilanzen. Und jetzt bitte nicht erschrecken, wir werden versuchen, das möglichst leicht zu vermitteln. Was ihr hier seht, ist jetzt der Anfang. Ich will euch erklären, wie eine Bilanz grundsätzlich funktioniert. Und um es einfach zu machen, haben wir uns einfach mal vorgenommen, jetzt die eigene persönliche Bilanz darzustellen. Weil jeder von euch hat eine solche Bilanz. Jeder kann in seinem Kopf irgendwie sich ausrechnen, was er besitzt und was er schuldet. Und das ist genau das, was wir jetzt hier aufziehen. Fangen wir ganz langsam an. Was ihr hier seht, ist ein Haufen Giralgeld, Bargeld, dargestellt als kleine Säule. Das ist das, was wir erhalten, wenn wir zum Beispiel Einkommen beziehen. Wir geben natürlich Geld aus, aber etwas bleibt immer übrig, wenn man Glück hat. Und so bildet sich so langsam ein Haufen Giralgeld und zum Teil natürlich auch Bargeld, was man besitzt. Und das ist schon mal der erste Teil einer Bilanz. Wir haben das überschrieben mit haben erstmal, damit das ein bisschen sinnbildlich ist. Das ist das, was wir besitzen. So. Wenn man dann eine Zeit lang Giralgeld gesammelt hat auf seinem Konto, dann denkt man sich, mein Gott, ich will ja eigentlich Zinsen dafür haben, jetzt lege ich das Geld mal an. Und die Bank bietet ja wunderbarerweise so tolle Sachen an, dass sie das hereinspaziert. Hallo. Davon ist nur ein Platz. So, wenn die Leute dazu kommen, irgendwie zu viel Giralgeld zu haben, kommen sie auf die Idee, jetzt lege ich mein Geld mal an. Festgeld.
Was mache ich? Ich nehme einen Teil von meinem Geld und packe es jetzt in eine Geldanlage. Ich habe einfach den Block aufgesplittet, Girard-Geld ist immer noch da, mein Bargeld ist noch da und natürlich ein Teil, da ist jetzt ein festverzinsliches Geld, meinetwegen für 3 Jahre fest angelegt, 4%, super Sache. So, jetzt komme ich irgendwann auf die Idee, mein Gott, ich will mir mal ein Haus kaufen. Ja, dazu brauche ich noch mehr Geld. Das reicht nicht, was ich da habe. Aber ich habe eine Oma, die Oma hat Geld und der sage ich hier, Oma, ich brauche ein bisschen Geld. Die Oma sagt, ja, kann ich dir geben, hier 50.000 Euro kannst du haben. Was passiert in meiner Bilanz? Das passiert. Es wird eine zweite Seite aufgemacht in der Bilanz und das wird jetzt überschrieben mit soll. Das sind sozusagen meine Verbindlichkeiten, also das, was ich anderen schulde. Das wird einfach auf die Seite geschrieben und wenn man jetzt sieht, meine Habenseite hat sich auch vergrößert. Warum? Na ja klar, die Oma hat mir das Geld auf mein Konto überwiesen, deshalb habe ich jetzt plötzlich mehr Girard-Geld, aber auf der anderen Seite habe ich auch eine Schuld. Ich habe eine Schuld bei meiner Oma und die muss ich irgendwann tilgen, also ihr das Geld zurückgeben. Ja, jetzt ist es so, dass das Geld einfach nicht reicht. Meine Oma hat nicht so viel Geld, dass sie mir das ganze Haus finanzieren kann. Ich muss also noch zu einer Bank gehen und mir dort auch noch einen Kredit holen. Einfach, um mehr Geld zu bekommen. Ja, das mache ich doch einfach. Was passiert ist Folgendes. Auf der einen Seite, mein Girard-Geld wird immer mehr, klar, weil die Bank hat mir jetzt, weil ich meinen Kreditvertrag unterschrieben habe, mir nochmal 100.000 Euro auf mein Konto überwiesen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Kredit hinzugekommen, der Kredit, den ich jetzt bei der Bank habe und der natürlich auch verzinst wird und so weiter. Aber das, was da steht, ist jetzt die Kreditforderung. Die hat jetzt sozusagen meine Schuldseite vergrößert, aber auch meine Habenseite, weil auf der einen Seite jetzt der Schuldschein sozusagen drin steht, das ist der Kreditvertrag, und auf der anderen Seite habe ich halt mehr Girard-Geld. Ja, jetzt reicht das Geld, jetzt kann ich mir ein Haus kaufen. Und was passiert mit meiner Bilanz dann? Das passiert. Die Größe dieser Säule bleibt gleich, aber es wird eine Veränderung in der Säule stattfinden. Mein Girard-Geld wird plötzlich weniger. Klar, ich habe gerade das Geld überwiesen an denjenigen, der das Haus besessen hat. Er hat das Geld bekommen und hat mir im gleichen Moment das Sachvermögen überschrieben, in dem Fall das Haus. So, das heißt, meine Bilanz hat sich jetzt nicht vergrößert oder verkleinert. Die Schuldseite ist geblieben, wie sie ist. Aber auf meiner Habenseite, auf dem, was ich besitze, also was für mich einen Wert darstellt, da gab es jetzt eine Veränderung. Wir haben plötzlich ein Sachvermögen drin. So, jetzt kommt eine wichtige Regel. In Bilanzen ist es so, dass Bilanzen immer ausgeglichen sein sollen. So, das heißt, beide Seiten sind normalerweise immer gleich groß. Und da jetzt in dem Fall die Bilanz ungleich groß war, müssen wir einen Puffer einführen. Ja, der gleicht einfach die Seiten aus. Das ist eine Bilanzgröße. Das gibt es nicht wirklich. Das ist eine Bilanzgröße, die in Bilanzen immer auftaucht, dieser Puffer. Ich habe ihn jetzt noch Puffer genannt. Er hat einen eigenen Namen, den werde ich gleich noch nennen. Aber um da nicht Verwirrung zu stiften, erkläre ich es erstmal als Puffer. Dieser Puffer gleicht immer die Seite aus, die kleiner ist. Und das heißt in dem Fall, ich habe eine Habenseite, die viel größer ist. Die Sollseite ist klein oder kleiner. Und deshalb steht der Puffer jetzt auf der Sollseite. Und er puffert mir im Endeffekt das weg, was ich mehr habe. Denn auf der einen Seite ist mehr als auf der Sollseite. Ich habe mehr, als ich schulde. Das ist eine gute Situation, in der sich jeder sehr wohl fühlt, weil er einfach dadurch mehr hat, als er schuldet. Eine gute Situation. Dieser Puffer ist aber flexibel. Der kann sich bewegen. Jetzt stellen wir uns mal vor, unser Haus brennt ab. Ja? Und wir haben natürlich keine Versicherung gehabt, die das bezahlt. Und deshalb Totalschaden. Tja, was passiert mit dem Puffer? In dem Moment, wo das Haus verschwindet aus meiner Bilanz, habe ich plötzlich die Habenseite kleiner als die Sollseite. Jetzt bin ich eigentlich überschuldet. Ich habe viel mehr Schulden, als ich besitze. Und das ist ein Problem. Der Puffer hüpft in dem Fall auf die Habenseite und gleicht dort diese Differenz aus. Ja, das ist wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn dieser Puffer plötzlich auf der Habenseite steht, weil das ist ein Zeichen, dass man überschuldet ist. Ja, dumm gelaufen. Hätte man mal das Haus versichert, dann hätte man nämlich das Problem nicht. So, gehen wir wieder zurück zum eigentlichen Bild. Stellen wir uns wieder vor, das Haus ist noch da. Hier steht der Puffer. Dieser Puffer, der hat einen Fachbegriff. Und dieser Begriff, den kennt wirklich fast jeder, aber jeder versteht ihn falsch oder fast jeder. Dieser Begriff, der jetzt gleich kommen wird, spielt gerade bei Banken eine sehr wichtige Rolle. Und das gibt einem auch schon eine Idee, dass unsere Bilanz, die wir hier aufmachen, gar nicht so anders ist von der Idee her wie eine Bankbilanz. Dieser Puffer heißt Eigenkapital.
Das ist ein Begriff, den man auch immer in den Medien hört und sagt, ah ja, die Bank achtet auf ihr Eigenkapital. Man stellt sich da so einen Berg Geld vor. Ja, aber in wirklich ist das Eigenkapital einfach nur eine Bilanzgröße. Das ist wirklich nur ein Puffer, der bilanztechnisch eingerechnet wird in der Bilanz, um zu zeigen, ob es der Bank gut geht oder schlecht geht. Wenn, oder auch einer Nichtbank, also uns hier. Dieses Eigenkapital steht jetzt auf der Soll-Seite und das bedeutet, wir haben mehr. Wir haben mehr, als wir jemandem schulden. So, jetzt machen wir diese ganze Bilanz. Soweit ist die schon fertig eigentlich. Also im Prinzip relativ simpel. Jede Seite hat drei Größen. Und das ist eigentlich unsere persönliche Bilanz. Wir haben jetzt hier noch ein paar Begriffe eingeführt, die so ein bisschen fachlicher sind. Wir haben oben das Haben und Soll ersetzt durch Aktiv und Passiv. Das sind so die Fachbegriffe, Aktivseite einer Bilanz und Passivseite einer Bilanz. Die Aktivseite ist immer die Seite, die den Wert darstellt und die Passivseite stellt immer die Schuld dar, die man hat. Was wir noch eingeführt haben hier unten drunter, jetzt den Begriff hatte ich vorhin schon erwähnt, Nichtbankenbilanz. Das, was wir hier sehen, ist eine Nichtbankenbilanz. Dazu muss man natürlich wissen, was ist eine Nichtbank? Eine Nichtbank, das sagt der Name schon, ist eine Person oder ein Teilnehmer an einem Wirtschaftssystem, der eben nicht eine Bank ist. Also alles wir alle, aber auch jeder Verein, jede Firma, jede GmbH, alles sind Nichtbanken. Es gibt eigentlich nur in der Wirtschaft Nichtbanken und Banken im Geldsystem. Ja, das ist jetzt mal der erste Break. Ja, ich habe vielleicht noch eine Sache hier oben, Nichtverbindlichkeiten heißt jetzt plötzlich nicht mehr Oma, sondern heißt jetzt plötzlich Nichtbank. Meine Oma ist natürlich auch eine Nichtbank und das sind Verbindlichkeiten an eine NB-Nichtbank. Ja, das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Wenn man bis dahin das verstanden hat, dann wird der Rest relativ einfach. Ich würde sagen, an der Stelle, wenn Fragen sind, können wir gleich klären. Gibt es irgendwelche Fragen? Hat das jemand nicht verstanden? Oder eine Idee oder eine Frage? Ja, nur kurzen Einwurf, deswegen gibt es wahrscheinlich auch eben diese, es wird ja gerne mal von dieser Bankenlizenz gesprochen, dass eben, um diese Unterscheidung quasi von Startseite zu kontrollieren, wird eben diese Lizenz vergeben, oder? Die Banklizenz hat ganz gravierende Folgen für einen Teilnehmer. Es gibt einige Versicherungen, die versucht haben, eine Banklizenz zu bekommen. Ich werde das später noch erklären mit der Geldschöpfung. Banken haben da ganz eigene Regeln und wenn man eine Banklizenz hat, das ist quasi die Regel zum Gelddrucken. Und deshalb ist es natürlich sehr beliebt, eine Banklizenz zu haben und es ist nicht so einfach, eine zu kriegen. Die Versicherung, soweit ich weiß, haben sie da nicht bekommen. Das war auch vernünftig. Ja, gut, wenn jetzt noch weitere Fragen, vielleicht noch eine Verständnisfrage, dann würde ich einfach direkt weitermachen. Entschuldige. Ja. Die VW-Bank, Gipfel, Ford-Bank sind auch, haben auch Lizenzen oder wie ist es? Ja, klar. Also die großen Konzerne, Siemens und sowas, haben alle mittlerweile eigene Banken. Ja. Das hat natürlich auch Gründe, dass sie die Gewinne, die sie erwirtschaften, entsprechend verarbeiten können. Ne? Da machen die gleich eine eigene Banklizenz auf. BMW, es gibt ja fast alle großen Konzerne haben mittlerweile auch eine eigene Bank. Genau. Und ja, für die war das auch kein Problem, eine Banklizenz zu kriegen, weil sie halt entsprechend ja, Sicherheiten im Hintergrund haben. Ja? Kurze Frage zur Benennung der Posten. Verschuldung stattfindet, dann wäre der Posten auf der Aktivseite ebenfalls als Eigenkapital deklariert oder wäre der Name ein anderer? Also wenn du dich verschuldest, ja, das heißt du nimmst einen Kredit auf, dann passiert auf beiden Seiten etwas, weil auf der einen Seite dein Kredit eingebucht wird und auf der anderen Seite dein Geld. Nein, bloß wenn jetzt eben der Fall eintritt, dass jetzt das Sachvermögen weg ist, ja. Dass eben der Puffer jetzt auf der linken Seite ist, der jetzt auf der Passivseite Eigenkapital genannt wird, wie würde der auf der Aktivseite. Auch noch Eigenkapital heißen. Ja, ja. Das ist der Begriff des Puffers. Es ist aber sehr, sehr kritisch, wenn dein Eigenkapital plötzlich auf der Aktivseite steht. Hör rein, spaziert. Irgendwo gibt es noch Platz. Ja gut, also wenn keine weiteren Fragen sind, machen wir weiter. Das hier ist schon die halbe Miete. Wenn man sich jetzt das ganze Geldsystem, ich zeige in der nächsten Grafik das komplette Geldsystem. Unser Geldsystem sieht genau so aus. Es ist gar nicht so wild. Dieses Geldsystem hat drei unterschiedliche Teilnehmer. Das ist einmal die Nichtbankenbilanz, das haben wir gerade kennengelernt, das sind wir. Es gibt die Geschäftsbanken, die eine eigene Bilanz haben und es gibt die Zentralbanken,
oder die Zentralbank, die dann auch eine eigene Bilanz hat. Und das sind die drei einzigen unterschiedlichen Teilnehmer, die ein Geldsystem hat. Und ja, das macht es eigentlich auch ein bisschen überschaubar. Man hat ja immer so viel Angst vor diesem Wust, der da existiert. Aber ja, aus unserer Sicht ist das relativ einfach reduziert. Ich muss natürlich dazu sagen, dass jetzt, wenn jetzt hier Bilanzexperten sind, die werden natürlich irgendwie sagen, oh Gott, da fehlt so viel. Wir haben natürlich diese ganze Bilanz runtergebrochen auf rudimentäre Dinge, einfach weil wir wissen, dass die Leute das nicht so komplex verstehen und auch wie verstehen wollen. So, schauen wir uns doch einfach mal die einzelnen Dinge an hier. Die Nichtbank haben wir ja gerade kennengelernt. Gehen wir doch direkt zur Geschäftsbank. Was hier auffällt, ist Folgendes. Unser Giralgeld, was wir auf der Aktivseite haben, also was unser Wert ist, steht plötzlich bei einer Geschäftsbankbilanz auf der Passivseite. Da steht plötzlich als Schuld drin. Da muss man sich natürlich fragen, Moment, was ist das? Also ja, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt ein Guthaben oder habe ich jetzt eine Schuld? Man muss es aus der Perspektive sehen. Also das heißt, in dem Fall muss man jetzt die Perspektive, wenn man eine Geschäftsbankbilanz sich anschaut, muss man die Perspektive einer Bank annehmen. Man muss aus der Sicht einer Bank diese Bilanz betrachten und aus Sicht der Bank ist es so, dass sie uns das Geld schuldet. Wenn wir Geld auf das Konto legen, schuldet die Bank uns das Geld. Und deshalb steht das Giralgeld als Schuld in der Bankbilanz. Die Bank schuldet uns Giralgeld und dieses Auszahlungsversprechen, was dahinter steckt, bedeutet für die Bank, sie hat eine Schuld. Und zwar bei uns als Nichtbank. Deshalb steht es bei uns auf der Aktivseite als Wert und auf der anderen Seite in der Geschäftsbankenbilanz auf der Passivseite. Genau das gleiche hier unten mit den Geldanlagen. Unsere Geldanlagen stehen auch in der Bankbilanz auf der Passivseite, weil auch das eine Schuld ist, die in 3 Jahren dann zu tilgen ist, wenn diese Geldanlage ausläuft. So, jetzt gibt es natürlich hier auch noch Dinge, die anders sind. Also zum Beispiel hier die Kreditforderungen. Was sind denn das, diese Kreditforderungen? Ja, das sind unsere Kredite. Das heißt, unsere Schuld, die wir als gefühlt schuldig gegenüber der Bank haben, ist aus Sicht der Bank ein Wert. Na klar, weil wir uns verpflichtet haben, irgendwann diese Schuld zu tilgen, mit Zinsen und allem, was dazugehört. Deshalb ist es für die Bank ein Wert. Sie hat diesen Wert, der ist auch noch besichert, das kommt natürlich noch dazu. Wir müssen ja, wenn wir einen Kredit aufnehmen, auch Sicherheiten abgeben bei der Bank, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Das alles sind Werte für die Bank und deshalb stehen unsere Kreditforderungen als Wert in der Bankbilanz. Unten drunter steht Wertpapiere. Ja, Banken besitzen Staatsanleihen, alle möglichen Wertpapiere. Auch das ist aus Sicht der Bank natürlich ein Wert, weil auch da wieder ein Zahlungsversprechen dahinter steht. Aber es können auch andere Dinge in einer Bankbilanz sein, auch Immobilien zum Beispiel. Auch das kann ohne Probleme auf die Aktivseite einer Bilanz genommen werden, weil es einen Wert darstellt für die Bank und deshalb auf die Aktivseite kommt. Ja, selbstverständlich haben wir natürlich auch wieder ein Eigenkapital als Puffer. Das ist bei allen Bilanzen das Gleiche. Dieser Puffer existiert immer. Und jetzt haben wir da oben noch einen Punkt auf der Aktivseite, der nennt sich Barreserve. Was ist das denn? Ja, ist das jetzt Geld oder was ist das? Ja und nein. Das ist Geld, aber das ist nicht unser Geld. Unser Geld ist das Giralgeld, was auf der Passivseite steht. Aus Sicht der Bank ist das eine Schuld, das ist also kein Wert. Aber was ist diese Barreserve? Ja, da kommt jetzt die Zentralbank ins Spiel. Die Barreserve, die die Bank besitzt, ist sozusagen ihr Zentralbankgeld. Und das ist jetzt vielleicht neue Information. Es gibt zwei verschiedene Arten von Geld, die wir in unserem Geldsystem haben. Wir haben wirklich zwei verschiedene Geldkreisläufe. Das, was wir alle kennen, ist das Giralgeld und auch zum Teil Bargeld natürlich im kleinen Maße. Aber die ganze Wirtschaft, die wir so kennen, läuft mit Giralgeld. Für die Banken ist das überhaupt kein Geld. Das ist für die Banken eine Schuld uns gegenüber. Aus Sicht der Bank besitzt sie nur ein Geld und das ist Zentralbankgeld. Und das muss sie sich exakt so holen, naja, nicht ganz exakt, das werde ich gleich noch erklären. Aber das Verhältnis ist das gleiche. Also die Geschäftsbank ist im gleichen Verhältnis zur Zentralbank wie wir als Nichtbank gegenüber der Geschäftsbank. Es sind einfach zwei Geldkreisläufe und die Banken selber handeln untereinander nur in Zentralbankgeld. Die haben mit ihrer Schuld hat das überhaupt nichts zu tun. Also wenn wir eine Banküberweisung machen, dann also von einer Bank zur anderen Bank, dann wird dort Zentralbankgeld bewegt. Unser Giralgeld, das ist eine Verrechnungsgröße nur uns gegenüber.
So, ja, genauso wie wir uns Geld besorgen, kann auch eine Geschäftsbank sich Geld besorgen bei der Zentralbank. Und zwar Zentralbankgeld. Also man könnte theoretisch auch, der Nachteil der ganzen Sache ist, dass wir alle in Euro rechnen. Das heißt, beide Geldkreisläufe werden in Euro berechnet. Aber trotzdem sind es zwei getrennte Kreisläufe. Das eine ist Zentralbankgeld und das andere ist Giralgeld oder Geschäftsbankengeld, sagt man auch. Ja, also diese Barreserve, die da oben steht, ist Teil, hat sich die Geschäftsbank geholt bei der Zentralbank und hat dafür Wertpapiere übergeben. Das heißt, wenn eine Geschäftsbank von einer Zentralbank Geld braucht, macht sie nichts anderes, als dass sie Wertpapiere der Zentralbank gibt und sozusagen pensioniert. Das ist ein Wertpapier-Pensionsgeschäft, nennt sich das, findet jeden Dienstag statt. Und die Bank kann sich immer aussuchen, wie viel Geld sie braucht. Und dann geht sie zur Zentralbank, sagt, ich brauche das Geld, sie kriegt das Geld und muss dafür die gleiche Menge an Wert, an Wertpapieren pensionieren bei der Bank, bei der Zentralbank. Das Besondere an diesem Mechanismus ist, dass diese Werte, die dort pensioniert werden, also der Zentralbank übergeben werden, die werfen ja auch Zinsen ab. Das heißt, diese Wertpapiere, die man übergeben, das sind meistens Staatsanleihen, aus denen entstehen Zinsen. Und diese Einkünfte kommen nicht der Zentralbankbilanz zugute, weil das ein Pensionsgeschäft ist. Pensionieren heißt einfach nur übergeben, aber nicht verkaufen. Das heißt, die ganzen Kredite, die ganzen Zinsen, die aus diesen pensionierten Wertpapieren entstehen, kommen weiterhin der Geschäftsbank zugute. Das ist nur ein Wertdeal, es wird einfach ein Wert übergeben und ein anderer Wert, nämlich das Zentralbankgeld, dadurch erzeugt. Ja? Ich brauche einen Schluck. Jede Bank kann sich so viel Liquidität, also Barreserve besorgen, wie sie will. Es gibt da fast keine Grenze. Die Zentralbank geht mittlerweile dazu über, auch Dinge als Wert zu akzeptieren, die früher kein Wert waren, die man nicht pensionieren konnte. Die Ansprüche der Zentralbank sinken immer mehr, was es natürlich den Geschäftsbanken sehr leicht macht, ja, Staatsanleihen der Zentralbank zu übergeben, die vielleicht nicht mehr so sicher sind wie vielleicht die deutschen Staatsanleihen. Das ist ein sehr guter Deal für die Geschäftsbanken, wenn sie dort riskante Staatsanleihen der Zentralbank übergeben können und dafür aber richtiges Zentralbankgeld bekommen. Was auch ganz entscheidend ist, es wird immer der Nennwert bewertet. Das heißt, wenn wir jetzt eine griechische Staatsanleihe über 100 Euro haben, dann werden auch 100 Euro Zentralbankgeld der Bank übergeben, auch wenn diese Anleihe mittlerweile nur noch die Hälfte wert ist. Auch eine sehr schöne Sache für eine Geschäftsbank. Wichtig ist das Verständnis, das Geschäftsbankengeld kauft nur in der Wirtschaft ein. Das, also unser Giralgeld, das ist die ganze Wirtschaft. Das, was da oben passiert, ist nur eine Verrechnungsgröße, die der Banken untereinander haben. Und ja, es sollte eigentlich ein Regulationsmechanismus sein, dieses Zentralbankgeld. Weil, das werde ich später noch erklären, es gibt feste Regeln, wie Geld geschöpft werden darf, also unser Giralgeld. Und da spielt das Zentralbankgeld dann eine wichtige Rolle. So, jetzt haben wir noch eine Sache hier, das Bargeld. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil das Bargeld hier jetzt in unserem Bild gar nicht in der Geschäftsbankbilanz auftaucht, ist aber nicht ganz so. Das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt. Bargeld kommt dadurch in Umlauf, dass wir an den Schalter gehen und uns das da rausziehen. So, jetzt fragt man sich, wie kommt es in diesen Automaten rein? Ja, die Bank besorgt sich dieses Geld bei der Zentralbank. Die Zentralbank gibt Bargeld aus, also die Scheine. Und was muss die Bank dafür machen? Na gut, sie hat hier oben das Giralgeld, also das Zentralbank-Giralgeld, und das wechselt sie einfach. Sie sagt einfach, pass auf, ich habe hier zwar 100 Millionen, davon will ich jetzt 1 Million in Bargeld ausgezahlt bekommen. Dann fährt ein Auto zur Bank hin und liefert denen das Geld. Und es wird dann einfach hier oben bei der Zentralbank-Giralgeld also ein kleines Stückchen der Bank weggenommen und als Bargeld eingebucht in die Bilanz. So, dann hat die Bank dieses Geld und stopft es in den Automaten und wir holen es uns raus. Und was dann bei uns passiert, ist einfach, wir haben dann plötzlich, wenn wir Geld abheben, natürlich weniger auf dem Konto. Klar, unser Giralgeld wird weniger und das Bargeld, diese Barreserve von der Bank wird auch weniger. Dadurch schrumpft diese ganze Bilanz ein bisschen und plötzlich haben wir Bargeld in der Hand. So, also im Endeffekt ist es so, dass in der Zentralbankbilanz das Bargeld erscheint als Größe, aber in Wirklichkeit eigentlich in unsere Tasche wandert über die Bank. Aber da Bargeld immer weniger benutzt wird,
ja, glaube ich, dass es früher oder später wahrscheinlich ganz eingestellt wird. Die Tendenzen sind ziemlich deutlich, dass man alles elektronisch machen will. Das hat auch was mit diesem Geldgedanken zu tun, dass Geld halt wirklich nur eine Information ist und nicht wirklich ein Ding. Ja, das ist wohl ein Zeichen dafür. Vielleicht noch eine interessante Nebeninformation, weil ja immer gesagt wird, oh Gott, Bargeld ist ja das einzig wahre Geld, ja, weil es Zentralbankgeld ist, es wird von der Zentralbank ausgegeben. Das ist zwar so richtig, aber mittlerweile ist es natürlich so, dass zum Beispiel man seine Steuerschuld gar nicht mehr in Bargeld bezahlen darf. Man muss es überweisen. Auch bei Polizeikontrollen, wenn man irgendwo angehalten wird, ist es mittlerweile nicht mehr Usus, dass man da gleich zahlen kann. Nein, nein, man muss das wirklich digital überweisen. Das heißt, selbst der Staat versucht immer mehr aus diesem Bargeldwesen rauszukommen und alles digital zu machen. Das ist natürlich auch eine Sache der Kosten. Vielleicht noch eine gute Information. Viele haben immer Angst, jetzt gerade in der Krise 2008, Bankrun. Da gab es ja diese Situation, wo Frau Merkel sich vor die Öffentlichkeit gestellt hat und gesagt, ja, euer Geld ist sicher. Der Grund war, dass die 500-Euro-Scheine im Euroland ausgingen. Es gab keine 500-Euro-Scheine mehr. Und da war es dringend nötig, dass sie vor die Presse gehen, um sozusagen wieder Vertrauen zu schaffen in das Geld. Die Leute arbeiten reflektorisch. Das heißt, wenn sie Angst bekommen, nehmen sie ihr Geld, ihr Realgeld, was sie den Banken ja sozusagen gegeben haben, und holen sich zurück als Bargeld. Aus diesem Problem, was da 2008 entstanden ist, hat die Bundesbank sehr schnell gelernt, oder die Zentralbank in dem Fall, und hat Geld gedruckt, und zwar Papiergeld, also Bargeld. Das wird jetzt mittlerweile in Europa verteilt, existiert in verplombten Kisten, wird in Europa verteilt und wird im Notfall einfach, werden diese Kisten geöffnet und dann wird dieses Geld einfach ausgegeben. Also ich glaube, dass wir einen Bankrun in Europa nicht mehr erleben werden, weil die Geldmenge, also die Bargeldmenge sich jetzt verdreifacht hat seit 2008. Ja? Es ist natürlich so, dass das Geld, wie gesagt, noch nicht im Umlauf ist, es existiert in Kisten, aber es ist gedruckt und liegt fertig bereit, und wenn jetzt wirklich eine Krise käme und die Leute wirklich auf ihr Konto abheben würden, dann würde wahrscheinlich also ein Großteil bedient werden. Da muss schon ein enormer Bankrun passieren, damit dieses Geld dann auch noch verschwindet. Was dann allerdings ein Problem für die Bank wäre, weil die Leute dann ihr Geld nicht mehr bekommen würden. Ja, machen wir weiter. Also was ich schon erwähnt hatte, zwei Geldkreisläufe. Ja. Der erste Geldkreislauf findet zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken statt. Ja, das ist der sogenannte Interbankenmarkt, das man schon oft gehört hat, was jetzt gerade eingefroren ist, ja, oder eingefroren war. Dieses Geld, was die Banken untereinander als Zentralbankgeld haben, leihen sie sich auch gegenseitig. Und sie geben sich auch gegenseitig Kredit in diesem Zentralbankgeld. Das habe ich hier aus den Bilanzen rausgelassen, weil es einfach nur eine Größe ist, die auf beiden Seiten existiert. Die Banken untereinander leihen sich Zentralbankgeld. Und das ist, läuft sie mittlerweile auf 2 Billionen Euro auf. Das ist diese Vernetzung, vor denen Leute immer Angst haben. Oh Gott, wenn eine Bank umfällt, dann kippen sie alle. Der Grund ist, dass sie sich alle untereinander Zentralbankgeld geliehen haben. Und zwar in so enormen Summen, dass man wirklich abhängig ist untereinander. Alle sitzen in einem Boot. Wenn da einer ausbricht, dann geht das wie eine Kaskade, weil die untereinander sich das Bargeld, also das Zentralbankgeld, dann nicht mehr zurückzahlen können. Ja? Auch ein Grund, warum die EZB zurzeit sehr großzügig mit ihren Tendern umgeht. Das haben ja vielleicht ein paar Leute mitbekommen. Es gab jetzt vor kurzem erst wieder einen 500 Milliarden Tender, den die Zentralbank ausgegeben hat. Das Besondere an diesem Tender war eigentlich nur die Laufzeit, weil im Moment kriegt jeder eh so viel er will. Also jede Geschäftsbank, die zur Zentralbank kommt und sagt, ich brauche was, kriegt das. Ja, da wird gar nicht lang gefragt, das ist wie ein Selbstbedienungsladen. Das Einzige, was man machen muss, man muss halt eine Anleihe pensionieren, was aber auch den Banken nicht schwerfällt, aus den schon erwähnten Gründen. Ja, also zwei Kreisläufe, das ist der erste Kreislauf, der stattfindet, die Banken untereinander und mit der Zentralbank zusammen. Das ist ein Geldkreislauf. Der zweite Geldkreislauf ist unser Geldkreislauf, den wir kennen. Das ist das, ja, was wir untereinander an Geld transferieren und was wir gegenüber der Bank transferieren, zur Bank hin, von der Bank weg. Das ist der zweite Geldkreislauf, den wir haben. Ja, das ist schon mal, es ist jetzt das ganze System eigentlich, so wie es existiert in unserem aktuellen Geldsystem. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier den nächsten Break und eine kleine Fragerunde, wenn Fragen sind. Also ich finde schon eine ziemlich saloppe Darstellung, dass das Problem bei einem Bankrun wäre, dass die
Scheine physikalisch ausgehen. Das Problem ist halt vielmehr, dass die Bilanzen von, also bei einem wirklichen Bankrun quasi die Bilanzen von den Banken zusammenbrechen, weil wenn alle versuchen, ihr Geld abzuheben, dann ist der ganze Balken mit dem Giralgeld, das da auf der Passivseite von den Banken ist, halt so weit zusammenschrumpft, dass das dann, also im Endeffekt die Barbesiaden auf der Tickseite schrumpfen ebenfalls. Also dass da eine enorme Bilanzenverkürzung stattfindet und dass da halt entsprechend die ganzen Kreisläufe mit den Sicherheiten, die da gehandelt werden, auch auseinanderfallen wegen dieser Verkettung. Also es ist nicht das große Problem, dass da keine Geldscheine mehr... Man muss halt verstehen, ich meine, das ist jetzt natürlich alles von den Größenverhältnissen, stimmt das natürlich nicht so ganz. Ne? Also, aber man sieht ja schon, dass die Giralgeldmenge viel, viel größer ist als die Barreserve, die eine Bank hat. Und von dieser Barreserve, die wir da oben sehen, ist ja nicht alles Bargeld. Da ist ja der größte Teil dieses Zentralbank-Giralgeld. Die haben ja auch eine elektronische Verrechnungseinheit. Nur ein ganz kleiner Teil von der Barreserve ist wirklich physisches Bargeld. Und das ist das Einzige, was eine Nichtbank, also wir, überhaupt abheben könnten von der Bank. Alle Zettel, die Bank nicht hat, kann sie nicht rausrücken. So, und das sieht man natürlich schnell, wenn nur 1% oder in Euro sind es wohl 5%, wenn 5% der Leute 5% von ihrem Geld abheben würden, nee Quatsch, 100%, also wenn 5% ihr Geld abheben würden, gäbe es kein Bargeld mehr. So, und alle anderen, die dann kommen und Bargeld haben wollen, da sagt die Bank no, die macht einfach zu. Ja, und das ist halt der Trick. Sie haben jetzt Geld irgendwo rumliegen und können es jederzeit aktivieren in ihre Barreserve und tun es einfach da reinbuchen und nehmen sich, dann wird das Zentralbankgeld ausgebucht, das Giralgeld, aber das ist ja eh nur eine Zahl. Und ja, das gibt erstmal einen größeren Puffer. Ne? Aber Fakt ist, es kann nur so viel Geld abgehoben werden, wie in der Barreserve oben Bargeld existiert. Mehr hat die Bank nicht. Und was soll sie machen? Ne? Sie kann ja das nicht auf den Zettel schreiben. Ne? Kannst du mir vielleicht erklären, das ist für die Geschäftsbank zum Beispiel deine Vorteile? Was denn? Die Vermittlung zum Beispiel zwischen die Privatpersonen und die Bank ist. Ja, also ich werde gleich erklären noch, wie Geld wirklich geschaffen wird. Ja, und das werde ich anhand dieser Bilanzen dann exemplarisch zeigen, wie da, was für Vorteile die Bank hat, was der Deal ist, ja, warum die Bank das überhaupt macht alles. Ja. Das kommt jetzt dann gleich. Ja. Eine Frage habe ich noch. Was waren die Forderungen an Banken? Diese Forderung an Banken, das ist im Endeffekt das Gleiche, was wir hier als Kredit haben. Also das heißt im Endeffekt, das sind die Kreditforderungen, die Zentralbank gegenüber den Geschäftsbanken hat. Und dafür kriegt sie das Zentralbankgeld geschöpft. Ja. Also das ist sozusagen die Verpflichtung der Geschäftsbank, der Zentralbank, das Geld wiederzugeben. Sind die beiden zufällig gleich groß? Oder? Nein, das ist Zufall. Das ist jetzt in dem Fall Zufall, weil es kann auch so sein, es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Geschäftsbank an Zentralbankgeld kommt. Das eine war diese Pensionierung. Sie übergibt eine Anleihe, aber sozusagen als Pfand. Sie behält die Anleihe eigentlich, aber sie gibt es nur her, um Zentralbankgeld zu bekommen. Die andere Variante ist, sie verkauft die Anleihe an die Zentralbank. Ja, das ist ja mittlerweile auch sehr beliebt. Dann passiert wirklich das, dass die Wertpapiere aus der Geschäftsbankbilanz wirklich rausgebucht werden. Sie gehören dann wirklich der Zentralbank und Zentralbankgeld wandert wieder in die Bilanz rein. Für die Geschäftsbank ist das wieder nur ein Aktivtausch. Das heißt, hier wird es ein bisschen weniger und da oben wird es ein bisschen mehr, aber im gleichen Verhältnis. Ja, und das ist im Endeffekt die Methode, wie Zentralbankgeld erzeugt werden kann. Das andere sind halt diese Forderungen oben, das ist wie ein Kreditvertrag im Endeffekt. Das heißt, die pensionierten Wertpapiere, die stecken in Forderungen an Banken, auf der Seite der Zentralbank? Ja, im Prinzip. Wie gesagt, es ist so, dass diese nicht wirklich buchhalterisch in der Bilanz dann erscheinen, sondern das ist im Endeffekt so ähnlich wie bei den Kreditforderungen, die wir haben. Da liegen dann auch nicht unsere Werte drin, sie sind nur besichert. Genau. Ja. Aber das wertet natürlich die Forderung selber, den Zettel, wo drauf steht, ich schulde dir, natürlich auf. Ja, und deshalb kann er auch dann in der Aktivseite der Zentralbankbilanz stehen. Was mir jetzt in der Grafik fehlt, ist der Austausch zwischen Verbindlichkeiten und Nichtbanken. Also da müsste eigentlich noch eine. Ja gut, also diese Verbindlichkeit an eine Nichtbank, wir haben jetzt hier nur eine Nichtbank dargestellt, ja, dass in einer anderen, also in der zweiten Nichtbankenbilanz wäre das natürlich wieder eine Forderung. Das heißt, wenn ich jetzt die Bilanz von der Oma einzeichnen würde, dann würde diese Verbindlichkeit an Nichtbank bei der Oma hier stehen, auf der Forderungsseite, ja, nee, auf dem Guthaben. Ja. Das ist dann eine Forderung gegenüber einer Nichtbank. Ja. Im Prinzip eine Geldanlage, oder? Ja.
Also im Prinzip ist es eine Geldanlage, die Oma kriegt halt keine Zinsen dafür. Aber im Prinzip ist es eine Forderung und das andere ist eine Verbindlichkeit. Das sind wieder zwei Seiten. Im Endeffekt, wenn man alle Nichtbanken quasi für jedes Mitglied einzeln nimmt und dann alle summiert, Aktivseite, Passivseite, dann wird dieses Rechteck in ganz hohen Verbindlichkeiten an Nichtbanken in der Summe rausfallen. Genau, weil das ist im Endeffekt, das ist der Unterschied zwischen einem Kreditteil und einer Bank. Ein Kreditteil macht das genauso wie die Oma. Sie nimmt ihr Geld, dann gibt es jemanden und dann hat sie es nicht mehr. Ich werde gleich erklären, was der Unterschied zwischen einer Bank ist und einem Kreditteil, weil bei der Bank läuft das ein bisschen anders. Ja? Aber grundsätzlich ist es richtig, wenn alle Salden, die Nichtbanken untereinander sich gegenseitig leihen, werden dann irgendwann null sein. Ja. Ja, noch Fragen? Super, das ist ja wunderbar. Ja, dann gehen wir jetzt mal in medias res. Wir hatten ja das Thema Geldschöpfung, ist ja das Thema hier. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was passiert in einer Bilanz, wenn jemand einen Kredit aufnimmt. So, schauen wir uns erstmal auf der Seite hier die Nichtbankbilanz an. Was passiert in dem Moment, wenn ich einen Kredit nehme? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Ich zeige das mal, also es vergrößert sich etwas. Ich habe da mir zwei kleine Charts gemacht, hier sieht man, was passiert. Also, wenn ich einen Kredit aufnehme und die Bank sagt, okay, du kriegst ihn, dann erhöht sich mein Kredit, meine Passivseite wächst, ja, weil ich mehr Kredit plötzlich habe. Meine Aktivseite wächst aber auch, klar, weil ich plötzlich mehr Girargeld auf meinem Konto habe. Meine ganze Bilanz verlängert sich nach unten. So, schauen wir mal an, was im gleichen Moment in der Geschäftsbankbilanz passiert, weil die geben uns ja den Kredit. Ja, eigentlich was Spiegelbildliches. Die Kreditforderung wächst, klar, weil das ist genau die Kreditforderung, die ich unterschrieben habe. Und die Girargeldmenge wächst, weil die Bank mir ja das Geld gutgeschrieben hat. Aber jetzt kommt es natürlich, wo kommt dieses Geld her? Ja, normalerweise denkt man ja, gut, wenn die Bank mir einen Kredit gibt, dann nimmt sie das von ihrem Konto und überweist es auf mein Konto. Ja, ist nicht so. Ja, das ist diese Idee, die auch diese multiple Geldschöpfung, die bis 2007 von der Bundesbank vertreten wurde, impliziert. Dass sie einem sagt, ja, das ist ja Geld, was ja schon mal existiert hat. Das wird einfach nur weitergegeben. So, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. In Wirklichkeit wird dieses Geld einfach geschöpft. Es wird einfach erzeugt in einer Bilanz. Das ist eine Bilanzgröße, eine Zahl. Das ist so leicht, einfach Geld zu erzeugen. Man muss die Zahl vergrößern. Das kann wirklich jeder. Wenn er muss halt Bank sein. Ne? Also es gehört da es ist keine Kunst dabei. Es gibt Regeln, die das begrenzen, die werde ich gleich erklären. Aber vom Prinzip her ist es so, dass Geld einfach in einer Bilanz erzeugt wird. Und in Wirklichkeit ist es ja so, das Girargeld ist ja, also mein Girargeld ist ja Teil dieses Girargeldes. So, und wenn wir jetzt in unser Online-Konto schauen, dann sehen wir eine Zahl auf unserem Konto. Mit unserem Online-Konto schauen wir eigentlich auf die Passivseite einer Geschäftsbankenbilanz und sehen die Zahl, die wir da haben. Und die Zahl erhöht sich halt, wenn wir einen Kredit bekommen. Das ist alles. Ja. Und deshalb ist es, das nennt man Giralgeldschöpfung. Aber was man auch sieht, man weit und breit braucht man keinen Sparer dafür. Es ist keiner nötig, der vorher Geld irgendwie abliefert, damit die Bank dann das Geld weiterverleihen kann. Also mein Geld wandert nie irgendwo hin, das bleibt immer da, wo es ist. Ja, das ist eine schöne Story, aber es ist leider nicht wahr. Ne? Also es ist wirklich so, dass das Geld einfach erzeugt wird in der Bilanz. Ja, und das ist natürlich schon mal ein Klops. Ne? Denke ich mal, das ist auch für einige hier neu. Ja, gibt es dazu Fragen? Also letztendlich, dass das wirklich eine Unterscheidung in Banken und Nichtbanken ist und diese Geldschöpfung nur von der Bank ausgeht, das ist eigentlich nur zurückzuführen auf die jetzige Gesetzeslage und die jetzige Regulierungslage. Im Endeffekt kann es genauso laufen, ich habe kein Geld, du hast kein Geld. Wir schreiben uns gegenseitig Schuldscheine über 100 Euro aus, die Geldmenge vergrößert sich um 200 Euro. Du brauchst dazu keine Bank zu sagen. Ja, und deshalb sind die Sparer auch nicht komplett überflüssig, weil wir können uns jetzt gegenseitig diese Schuldscheine ausschreiben, bloß die wird keiner ernst nehmen, weil solange die nicht wissen, wer wir sind und ob wir irgendwelche Sicherheiten haben und ob wir das irgendwie, was mit diesen Schuldscheinen passiert und ob es nicht bloß geschnittenes Papier ist. Was das ist genau, ja, ist vollkommen richtig. Wird das auch keiner annehmen, aber letztendlich, du hast ja gesagt, Geld ist eigentlich eine Verrechnung und eine Information. Und der Informationsgehalt ist halt bei einer Bank im jetzigen System auch vom Gesetzgeber gestützt, so dass da auch die Information drinsteckt, okay, diesem Schuldgeld von der Bank kann man vertrauen
und einem Schuldgeld von einer Privatperson kann man pauschal nicht vertrauen. Klar, aber es gibt ja genug Regionalgelder, die das versuchen, im Endeffekt auch vom eigenen... Von der Struktur her ist es jetzt nicht irgendwie strukturbedingt, dass es eine Geschäftsbank sein muss, und es ist nicht mal strukturbedingt, dass es eine Zentralbank sein muss. Also es kann, wenn man die logistischen Probleme und eben diese Vertrauensfrage überwindet, kann es genauso gut auch ein komplett dezentrales Geld geben, das genauso funktioniert mit dieser Giralden-Schöpfung, weil und das kann, also man kann es künstlich unterbinden, aber an sich diese Entstehung von Geld, das ist insofern auch der Unterschied zwischen Bank und Finanzhai auch nicht so groß, weil der Finanzhai, wenn er groß genug wird und wenn ihm genug Leute wissen, okay, dem kann man vertrauen, dann kann er letztendlich auch das Geschäft darauf umstellen, dass er jetzt nicht physikalisch das bei Ihnen gehortete Gold oder was auch immer dann weiterverleiht, sondern dass er einfach einen Schuldschein ausschreibt, bloß alle wissen, okay. Der macht dann eine Bank auf. Im Prinzip, was du jetzt beschreibst, ist im Endeffekt der Ursprung, wie Banken entstanden sind. Genau. Ja, einfach durch Wechsel ausschreiben. Und dann hat sich das entwickelt, weil dann einer halt die Wechsel ausgeschrieben hat und da früher halt Gold dort deponiert war, hat man dann diesen Wechseln auch geglaubt und dann war das die tragbare Form von Gold. Es war auch viel leichter und praktischer, diese Wechsel rumzutragen. Und das, was wir heute als Papierschein haben, ist auch nichts anderes. Was wichtig ist zu verstehen ist, das sieht man hier auch sehr schön, Geld hat zwei Seiten. Es hat eine Schuldseite und eine Guthabenseite. Und das sehen wir an der schizophrenen Welt. Das gleiche Geld steht bei uns, auf der Aktivseite ist ein Wert und auf der anderen Seite ist es eine Schuld. Und das zeigt auch genau den Charakter von einem Schuldgeldsystem. Ja, aus zwei Personen, also zwei Teilnehmer, sehen es von zwei Seiten und sehen beide die unterschiedliche Seite der gleichen Medaille. Ja, unser Geld ist für die Bank eine Schuld. Ja, und das ist klar. Wenn ich einfach mehr Schuld erzeuge, indem ich einen Schuldschein unterschreibe, dann ist das natürlich auch wieder mehr. Ja, und das ist genau das, was hier bei der Kreditforderung passiert. Ich erzeuge hier eine Kreditforderung, das ist für einen Wert für die Bank und dadurch kann sie mir Giralgeld erzeugen. Und das ist genau der Prozess hier. Die Bilanz verlängert sich einfach nur. So, wir haben aber das Gefühl, wir sind reicher geworden, ja, weil wir natürlich jetzt mehr Geld auf unserem Konto haben. Wir wissen natürlich nicht, dass das Geld vorher nicht existiert hat. Ne, das, oder jetzt wissen sie es. Ja, aber du redest jetzt, wenn du sagst, das Geld hat existiert oder das Geld hat nicht existiert, machst du genau den Hauptfehler, den du am Anfang gesagt hast, dass man nicht machen darf. Du sprichst vom Geld als von irgendeinem Ding, das zuvor existiert haben, entweder existiert hatte oder nicht existiert hatte, dass irgendwas Objektives ist. Geld existiert. Ja, beim Kredithai halt. Also wenn du jetzt, der Kredithai selber ist ja der nur sein Geld weitergibt. Ist, ja? Also in der Realität, ich kenne keinen Kredithai, der einen Schuldschein von sich selbst unterschreibt. Das ist nicht realistisch. Aber du hast es selber gesagt, das ist historisch, sind die Banken genau so gewachsen. Also historisch ist es aus einem ganz normalen... Richtig, na klar. Mit echtem Gold, wo wirklich die Goldmünze das Geld war. Aber es hat sich gravierend geändert in dem Moment, wo es digitale Konten gab. Das war der Umbruch. Früher haben wir Papiergeld gehabt und das war physisch. Das war real. So, aber in dem Moment, wo Giralgeldkonten entstehen konnten, konnte das hier erst funktionieren. Ich meine, du kannst ja nicht Papier einfach so erzeugen. Das ist physisch, das ist ein Ding. So, aber in dem Moment, wo du Giralgeldkonten... Ja, klar, du musst halt mehr Papier drucken. Ja. Aber in dem Moment, wo du Giralgeld hast, also digitale Konten, war es natürlich viel einfacher, diese Information, die dann noch existiert, zu erhöhen. Was meinst du unter digital? Naja, Buchgeld. Buchgeld, ja. Also nicht physisch vorhandenes Geld. Es würde auch funktionieren mit einem großen Papierbogen, wo die Giralgeld einfach eingetragen ist. Ja, klar. Ja, natürlich. Aber das ist halt, heutzutage ist durch die Digitalisierung auch der Geldtransfer viel einfacher geworden. Wäre es nicht einfacher, wenn du das virtuelles Geld statt digitales Geld nimmst? Ja, ihr könnt es. Also weil digital... Computer und so. Ja, aber das virtuelle Geld gab es auch ohne Computer. Das Geld beschreibt es eigentlich besser. Ja. 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 Aber bei der Kritik kann man dann, wenn man dann bald von digitalen Geld, also ich meine, Geld an sich ist schon virtuell. Das ist wie mein Video gesagt, natürlich kannst du Papier einfach nachdrucken und auch Geld drucken, was Banken auch machen. Das ist das heute nicht mehr wirklich mit in Papierform machen, sondern Giralgeld, ist aber vollkommen egal, sie würde Geld. Punkt. Die Geldmenge ist irgendwas, wo man vielleicht drüber diskutieren sollte, aber die ist erstmal nochmal virtuell. Das ist noch nichts mit einem realen Wert dahinter. Nein, natürlich nicht. Also im Endeffekt, der Wert, der hinter dem Geld steht, was erzeugt wird, liegt natürlich in der Kreditforderung. Also wie gut ist dieses Geld, was erzeugt worden ist, besichert?
Weil das ist natürlich heutzutage, wenn wir Geld erzeugen wollen, gehen wir zu einer Bank und legen dort eine Sicherheit ab. Also wir geben ja ein, es wird ja monetarisiert. Das Ding, was wir dort deponieren als Sicherheit, wird monetarisiert. Das Geld wird erzeugt, weil wir einen Wert dort deponieren. Sonst würde die Bank nicht mitmachen. Die Bank gibt zwar kleine Kredite, weil sie da die Möglichkeit hat zu pfänden auf dem Lohnkonto, also den Lohn zu pfänden. Aber bei großen Krediten muss man immer eine Sicherheit hinterlegen, die meist sogar übersichert ist. Das heißt, man nimmt 125% als Wert, die Sicherheit muss 125% des Wertes haben, den der Kredit hat. Also es ist schon so, dass das Geld natürlich einen Wert bekommt durch die Sicherheit, die man hinterlegt. Nur das Problem im Moment ist, ich greife ein bisschen vor, wir wollten eigentlich am Schluss erst über die ganze Problematik reden, das Problem ist natürlich, dass das, was bei den Kreditforderungen als Sicherheit mittlerweile hinterlegt wird, immer wässriger wird, ja, und immer schlechter wird und die Qualität nimmt ab, weil es einfach nicht mehr genug Dinge gibt, die man beleihen kann. Dann werden dann so Kunstprodukte hinterlegt wie Swaps oder also Geldvermögen, die dann als Pfand genommen werden. Und schlimmer ist es sogar noch bei der Zentralbank, die nimmt wirklich mittlerweile sehr unsichere Dinge. Ja, aber auch das ändert die Qualität des Wertes. Ja, also der Wert des Geldes ist bemessen daran, was du als Sicherheit hinterlegst. Gut, machen wir mal weiter. Genau der umgekehrte Weg. Wie verschwindet das Geld wieder? Jetzt haben wir gelernt, wie das Geld erzeugt wird, einfach in der Bilanz. So, wenn wir einen Kredit tilgen, zahlen wir Raten ab. So, und so eine Kreditrate besteht immer aus zwei Teilen. Sie hat einen Zinsanteil und einen Tilgungsanteil. Jetzt spielen wir mal ein Beispiel durch. Stellen wir uns vor, ich habe einen Kredit aufgenommen und muss den abzahlen. Ich zahle im Monat 1.100 Euro. Davon sind 1.000 Euro Tilgung und 100 Euro jetzt einfach Zinsen. So, was passiert? In meiner Bilanz verschwinden 1.100 vom Giralgeld. Klar, es wird einfach weniger. Die Geldmenge schrumpft, das Geld wird von meinem Konto einfach abgebucht. So. Gleichzeitig tilge ich meinen Kredit. Das heißt, meine Passivseite schrumpft jetzt auch. Aber nicht um 1.100, sondern erstmal nur um 1.000, weil der Kredit, die Tilgung, nur 1.000 beträgt. Jetzt habe ich aber noch 100 Euro Zinsen gezahlt. So, jetzt haben wir das Problem, dass die eine Seite stärker schrumpft als die andere. So, deshalb muss jetzt das Eigenkapital, also unser Puffer, den Rest ausgleichen. Das heißt, unser Eigenkapital schrumpft um 100. Das ist auch irgendwie verständlich, wenn man sich das überlegt, ja okay, ich gebe meine Kreditrate, die 1.000 werden von meinem Kredit abgezogen und das Eigenkapital empfinden wir persönlich so als das, was wir übrig haben. Und die Zinsen müssen wir aus dem, was wir übrig haben, zahlen. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Unser Eigenkapital schrumpft um 100, unser Kredit schrumpft um 1.000 und unsere Aktivseite mit dem Giralgeld schrumpft um 1.100 und schon ist alles wieder ausgeglichen. Schauen wir uns an, was auf der Seite der Geschäftsbank passiert. Bei der Geschäftsbank ist es so, dass es jetzt natürlich wieder spiegelverkehrt ist. Unser Giralgeld schrumpft um 1.100, die Kreditforderung schrumpft um 1.000 und jetzt muss das Eigenkapital genau das ausgleichen, was vorher auf der Passivseite stärker geschrumpft ist. Und das sind genau die 100, die als Zinszahlungen kommen. Das heißt, im Endeffekt bei der Geschäftsbank landet ein Teil unseres Geldes im Eigenkapital. Ja, das ist die Zinszahlung. Und das Eigenkapital ist etwas, da werde ich später noch drauf kommen, wovon dann die Bank auch ihre Kosten deckt. So, also das ist der Moment, wenn wir, ich habe das auch ein bisschen, jetzt sieht man das, die Bankbilanz schrumpft. Beide. Also sowohl die Geschäftsbankenbilanz als auch unsere Nichtbankenbilanz schrumpft dadurch, dass ein Kredit getilgt wird. Das heißt, diese 1.000 Euro, die getilgt worden sind, werden auch wirklich vernichtet. Das Geld verschwindet wieder aus dem System. Und das ist im Endeffekt die Idee, die dahinter steckt, Giralgeld entstehen zu lassen für jemanden, der es braucht und dann wieder verschwinden zu lassen, wenn er sich sozusagen abzahlen kann. Und so ist und solange das Geld geschöpft worden ist, kann es in der Wirtschaft kreisen, wenn es getilgt wird, ist es wieder weg. Und dann hat sich die Geldmenge einfach wieder reduziert. So, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die Bank das nicht unbegrenzt machen darf. Es gibt da Regeln für. Und es gibt zwei wichtige Regeln dafür. Und auf die erste Regel möchte ich jetzt gern kommen. Da hatten wir vorhin schon drüber geredet, über die sogenannte Mindestreserve. Ein Teil dieser Barreserve, also jetzt, das ist so ein bisschen rausgehoben jetzt, die Barreserve besteht aus zwei Teilen. Es gibt eine Mindestreserve und eine Überschussreserve. Und jetzt fragt man sich natürlich, was soll diese Mindestreserve? Die Mindestreserve, und das ist die Regel, schützt die Passivseite. Die soll uns Bürger sozusagen schützen, dass die Bank nicht übertreibt, dass sie nicht unbegrenzt Kredit gibt. Denn sie muss, die Regel besagt,
alles, was sie auf der Passivseite hat, also die Geldanlagen und die Geld und das Giralgeld, 1% davon, von diesem Wert, muss sie als Mindestreserve besitzen. Aber die Mindestreserve ist Zentralbankgeld, das ist ganz wichtig. Das passt nämlich auch nicht zu dieser multiplen Geldschöpfung, wo es immer gesagt wird, ja, wenn das Geld weiterverliehen wird an jemand anderes, wird immer ein kleiner Teil zur Seite gelegt. Diese 2%, die zur Seite gelegt werden, und 98% können weiterverliehen werden. Das kann nicht sein, weil das Giralgeld nicht gebunkert wird. Die Bank muss das, einen Teil der Barreserve reservieren. Und das ist Zentralbankgeld, das ist der andere Geldkreislauf. Ja? So, diese Regel hat mittlerweile aber keine wirkliche Bedeutung mehr. Und zwar, erstens wird die Mindestreserve ständig reduziert. Die war bis vor kurzem noch 2%, die ist jetzt auf 1% gefallen. Die kann auch auf 0 fallen. Es gibt Länder, wo es das gibt. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, es gibt keinen Mangel an Bar, also an Zentralbankgeld. Weil das wäre ja der limitierende Faktor. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Bank hat jetzt 100 Millionen auf der Passivseite. Das heißt, sie muss 1 Million von ihrem Zentralbankgeld, was sie besitzt, reservieren. Das ist diese Mindestreserve. Ja? Jetzt sagt man sich, okay, das sind sozusagen die Refinanzierungskosten, wird oft gesagt. Na, die Bank muss ja sich refinanzieren, wenn sie einen Kredit gibt. Und deshalb diese Kosten, die da auf sie zukommen, die werden natürlich über die Zinsen dann den Leuten wieder abverlangt. Alles Käse. Denn die Mindestreserve, die man sich leiht, ja, dieses Geld bekommt man bei der Zentralbank für den Leitzins. Aber wenn man dieses Geld als Mindestreserve wieder dort deponiert, wird es rückverzinst. Der Rückverzinsungssatz ist knapp unter dem Leitzins. Das heißt, Geld, was die Bank braucht, um ihre Mindestreserve zu decken, ist quasi kostenlos. Ja? Und wie gesagt, früher war das ein Mechanismus, dadurch konnte die Zentralbank, da sie auch dieses Geld immer sehr kurzfristig nur rausgibt, dieses Zentralbankgeld, meistens nur 7 Tage. Nach 7 Tagen will sie das Geld wieder haben und dann verleiht sie wieder neu das Geld. Und dadurch hat sie natürlich eine sehr große Macht über die Geldmenge, weil sie alle 7 Tage eingreifen kann in diese Geldmenge. Jetzt ist es nur so, dass seit 2008 die Banken da Open Source haben. Sie haben also freie Bedienung sozusagen. Und deshalb haben sie in der Hinsicht kein Problem mehr. Die 1% Mindestreserve zu decken ist absolut einfach für eine Bank mittlerweile. Und deshalb ist diese Regel auch völlig verwässert. Ein wirkliches Problem stellt die zweite Regel dar für eine Bank. Ach, vielleicht ganz kurz noch eine Sache zu der Mindestreserve. Was passiert, wenn wir einen Kredit, das will ich gerade noch erklären, wenn die Bank einen Kredit vergibt, sagen wir mal, was weiß ich, 1000 Euro, ja, dann erhöht sich ja die Passivseite, weil mein Giralgeld ja mehr wird. Und das bedeutet gleichzeitig, dass 1% davon als Mindestreserve deponiert werden muss. Ja, also das heißt, bei jedem Kredit, der gegeben wird, muss auch mehr Mindestreserve deponiert werden. Wie gesagt, ist aber kein wirkliches Problem mehr für die Banken. Ja. Also was wir hier sehen, ist die sogenannte Eigenkapitalreservierung. Das ist die zweite Regel und diese Regel bricht im Moment und auch 2008 den Banken echt das Genick. Was das bedeutet? Unser Puffer ist jetzt wichtig. Ja, dieser Puffer ist wichtig. Wie gesagt, eine Bank ist dann solvent, sage ich mal, wenn sie eine höhere Aktivseite hat als eine Passivseite. Das heißt, der Puffer steht auf der Passivseite und hat eine bestimmte Größe. So, jetzt ist dieses Eigenkapital teilt sich auf in reserviertes Eigenkapital und in freies Eigenkapital. Jetzt fragt man sich, was soll dieses reservierte Eigenkapital? Tja, so ähnlich wie die erste Regel ist es hier bei der zweiten Regel auch. Nur eben genau spiegelverkehrt. Damit die Bank sich nicht alles Mögliche in ihre Aktivseite holt und da nicht irgendwie große Risiken eingeht, weil das könnte auch wieder eine Gefahr sein für die Sparer oder die Giralgeldbesitzer, gibt es diese Regel. Und diese Regel besagt, eine Bank, die auf ihrer Aktivseite Werte hat, muss diese Werte mit Eigenkapital unterlegen, reservieren. Also sie muss einen Teil ihres Eigenkapitals zurückhalten, darf es nicht für irgendwas anderes ausgeben, solange auf der Aktivseite eine bestimmte Größe existiert. So, jetzt ist es hier nicht so, dass es da nur 1% ist oder sowas, sondern hier spielt jetzt auch wirklich eine Rolle, was dort als Aktivposten eingelegt wird. Ich habe es oben drüber geschrieben. Die Regel heißt Nennwert mal 8% mal Faktor. Klingt total schrecklich, ist aber gar nicht so schwer. Nennwert ist das sozusagen der Wert, der aufgeschrieben ist auf dem Papier, sowohl auf dem Wertpapier als auch in dem Kreditvertrag. Also ich habe einen Kreditvertrag über 100.000, dann ist der Nennwert 100.000. 8% ist einfach eine Zahl, mit der wird es multipliziert und dann gibt es einen Faktor. Und dieser Faktor, der kann sein zwischen 0 und 1250.
Warum 1250? Weil man 1250 mal 8% nimmt, kommt genau 1 raus. So, das heißt, hier bei dem Faktor wird einfach die Gefahr bewertet, die ein Objekt auf der Aktivseite in sich trägt. Welche Gefahr ist das? Naja, es kann ein Wertverlust sein. Also eine Kreditforderung kann platzen, zum Beispiel. Das ist eine Gefahr für die Bank. So, sie bewertet also meine Bonität und meine Sicherheiten, die ich hinterlege. Und anhand dieser Werte bestimmt sie einen Faktor. So, dieser Faktor, mal dem durchgerechnet, ergibt eine Zahl. Und das ist genau das reservierte Eigenkapital, was sie in Zukunft für mich reservieren muss, weil ich diese Kreditforderung unterschrieben habe. Genau das gleiche mit Wertpapieren. Also wenn dort Staatsanleihen liegen, das ist etwas ganz Besonderes, die Staatsanleihe, die hat nämlich den Faktor 0. Ja, deshalb sind Staatsanleihen so beliebt bei Banken, weil wenn man das alles mit mal 0 multipliziert, kommt 0 raus. Das heißt, wenn eine Bank eine Staatsanleihe besitzt, die eine hohe Bonität hat, also AAA oder sowas hat, dann muss sie überhaupt kein Eigenkapital reservieren. Und das ist wirklich sehr, sehr toll für die Bank. Denn wenn sie jetzt einen neuen Kredit vergeben will, dann muss sie freies Eigenkapital haben. Ja, weil wenn das ganze Eigenkapital reserviert ist, dann kann sie keinen neuen Kredit geben. Ja, weil einfach die Seite, es ist kein reserviertes, also kein freies Eigenkapital da, also gibt es keinen Kredit. Und das ist genau der Grund, warum 2008 diese Kreditklemme aufkam. Die Banken hatten einfach kein Eigenkapital mehr frei, was sie für Kredite hätten geben können. Wenn man einen Kredit haben wollte, muss man ihn so extrem übersichern, dass der Faktor möglichst klein wurde, dann war vielleicht noch eine Chance, einen Kredit zu bekommen. Staatsanleihen konnte man kaufen ohne Ende, klar, weil da kein Eigenkapital nötig ist. Aber der Vorteil bei Wertpapieren wie Staatsanleihen ist ja, dass sie Zinsen abwerfen, die wieder das Eigenkapital füttern. Von daher waren natürlich für Banken Staatsanleihen viel beliebter, als in der Realwirtschaft Kredite zu geben. Und genau das Problem, darauf laufen wir jetzt wieder hinaus, darauf hin eigentlich. Ne? Ja, das Eigenkapital kann natürlich schrumpfen, wie wir es vorhin mit dem Haus hatten, wenn zum Beispiel hier Werte wegbrechen. Also jetzt nur angenommen, es würde eine Staatsanleihe nicht zurückgezahlt werden können, ja, der Staat geht pleite, dann bricht hier eine ganze Menge von der Aktivseite zusammen und der Puffer schrumpft und wächst. Ja. Dann hat die Bank aber ein richtiges Problem, weil sie reserviertes Eigenkapital eigentlich bräuchte. Ja, also ein echtes Dilemma für die Banken. Also die Wertverluste, die im Moment stattfinden, gerade bei den Wertpapieren, sind so enorm, dass die Banken hier ein Riesenproblem kriegen. Was dazu kommt, ist, dass die Regeln jetzt immer verschärft werden. Das nennt man Basel II-Regel, diese Eigenkapitalreservierung nach Basel II. Und es kommt Basel III. Basel III ist noch strenger. Die Eigenkapitalanforderungen an die Bank werden höher, aus der Historie heraus, dass diese Krise ja ganz schön die Banken angerüttelt hat. Ist natürlich ein bisschen absurd, weil im Moment geht es den Banken noch schlechter. Auf der Seite der Wertpapiere schrumpft alles immer mehr zusammen. Und jetzt sollen sie auch noch mehr Eigenkapital reservieren. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ne? Also es könnte dazu kommen, dass noch weniger Kredite an die Realwirtschaft gegeben werden. Und naja, da möchte ich mal sehen, was mit der Wirtschaft dann passiert. Vielleicht auch noch ganz wichtig, gerade deshalb, Banken haben solche Kunstprodukte wie Wetten, Swaps, diese ganzen CDOs, alles was so in Amerika so eine große Rolle gespielt hat, diese ganzen Finanzprodukte, die man sind bei Banken relativ unbeliebt. Warum? Weil die einen unheimlich hohen Faktor haben. So ein Swap kann einen Faktor 1250 haben, ja, wenn es wirklich eine Wette ist. Und das bedeutet für die Bank, sie müsste den kompletten Wert als Eigenkapital reservieren. Das ist sehr unsexy. Und deshalb verkaufen Geschäftsbanken unheimlich gern solche Sachen an Nichtbanken, weil da müssen sie sich um den Kram nicht mehr kümmern. Ja, Staatsanleihen halten sie in ihrer eigenen Bilanz. Aber diese teuren, also die riskanten Produkte, die verkaufen sie gerne an uns Nichtbanken, weil wir haben ja diese Anforderungen nicht. So, gehen wir mal weiter. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte. Was wir hier sehen, das kennen vielleicht viele schon, ist unsere Verschuldung und unser Geldvermögen, wie es auseinandergeht. Das ist die sogenannte Schere, die wir immer sagen, zwischen der Verschuldung und dem Vermögen, was existiert. Denn unsere Verschuldung, die wir haben, ist natürlich ein Geldvermögen entgegengesetzt. Wir haben gerade gelernt, Geld entsteht durch Verschuldung. Also alles Geld, was in unserem System existiert, existiert auch als Schuld. Deshalb haben wir nicht nur ein Schuldenproblem in unserem System, sondern auch ein Vermögensproblem. Das wird natürlich sehr oft nicht erwähnt, weil es ja was Gutes aus unserer Sicht ist. Auf was ich hier hinweisen möchte, ist diese kleine Kurve, die man unten sieht. Also das ist eine Grafik von der Deutschen Bundesbank. Und hier sieht man etwas sehr Merkwürdiges. Weil wir haben ja gerade gelernt, Geld entsteht dadurch, dass man Schulden macht.
Das heißt, eigentlich in unserem System müsste genauso viel Geld wie Schuld existieren. Jetzt ist aber hier die Geldkurve eingezeichnet. Das ist das Bargeld und unsere Geldeinlagen, die wir als Giralgeld haben. Und auch unsere also diese Geldanlagen. Ja, komisch, das ist aber viel kleiner. Ne? Wie kann das sein? Ne? Also es existiert ja viel weniger Geld als Schuld. Und was sind diese Geldvermögen? Ich dachte, das wäre Geld. Nö, ist es nicht. Das, was wir da als Geldvermögen sind, sind Staatsanleihen zum Beispiel. Also verbrieftes Geld. Und darauf komme ich jetzt. Was passiert wirklich, wenn die Bank uns eine Staatsanleihe verkauft? Wieder beide Bilanzen. Wir haben die Nichtbank. Fangen wir da wieder an. Unser Giralgeld schrumpft. Klar, wir kaufen ja uns eine Staatsanleihe, da verschwindet Geld von unserem Konto. Und was erhalten wir? Ein Sachvermögen. Eine Staatsanleihe wird zu den Sachvermögen gezählt und deshalb erhöht sich unser Sachvermögen und unser Giralgeld sinkt. Auf unserer Bilanz passiert eigentlich nur wieder ein Aktivtausch. Die Bilanz verlängert sich nicht, verkürzt sich nicht. Auf der anderen Seite bleibt alles gleich, Eigenkapital bleibt gleich. Ich habe einfach nur getauscht, wie vorhin mit dem Haus. Sowas Ähnliches. Aber was passiert auf der Geschäftsbankenbilanz? Und das ist wirklich ein Klops. Na klar, die Geschäftsbank bucht den Wert aus, ne, weil sie uns den ja übergeben hat. Wir haben mehr Sachvermögen, die Bank hat weniger Sachvermögen, ist irgendwann klar. Aber auf der Passivseite verschwindet unser Geld. Als Gegenleistung dafür, dass die Bank uns etwas von ihrer Aktivseite abgibt, reduziert sie ihre Schuld, nämlich unser Geld. Es ist klar, wir zahlen 1.000 Euro, da reduziert sich die Passivseite um 1.000 und die Wertpapiere halt auch um eine Wertpapier, also um 1.000. Das heißt, in dem Moment wird Geld vernichtet. In dem Moment, wo eine Bank, einer Nichtbank, eine Staatsanleihe verkauft, oder das kann alles möglich sein, das können Unternehmensanleihen sein, das können Schuldverschreibungen sein, was immer gekauft wird von einer Nichtbank, aus einer Bankbilanz heraus, vernichtet Geld. Und das erklärt, warum diese Kurve so klein, also warum unsere Geldkurve so klein ist. Denn dieses ganze Geldvermögen, was da existiert, existiert in den Händen von Nichtbanken. Ja? Und das heißt, wir besitzen jetzt zwar die Staatsanleihe, aber in der Zeit, wo wir die Staatsanleihe besitzen, ist unser Geld vernichtet. Es fehlt im System. Es ist einfach nicht mehr da. Das habe ich hier nochmal dargestellt. Vielleicht können wir das mal hier, das ist der Sprung sozusagen. Ne? Sachvermögen wird größer, Giralgeld wird kleiner und die Bilanz der Geschäftsbank, ja, sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Moment, das war halt zu weit. So. Also hier sieht man, die Bankbilanz schrumpft in dem Moment, weil auf der einen Seite die Wertpapiere verschwinden und auf der anderen Seite unser Geld. So, es geht natürlich auch anders. Wenn wir jetzt diese Staatsanleihe wieder zur Bank bringen und sozusagen der Bank verkaufen, was macht die Bank? Also die Seite ist fast klar, ne? Sachvermögen geht runter, Giralgeld geht rauf, aber irrerweise, die Bankbilanz sieht so aus, dass die Wertpapiere zunehmen. Und was passiert auf der Giralgeldseite? Ja, es wird einfach unser Geld eingebucht. Das heißt, die Bank muss, wenn die Bank irgendetwas von uns kauft, dann muss sie das Geld nicht besessen haben. Sie erzeugt es einfach. In ihrer Bankbilanz muss es nur eingebucht werden. Es muss auf der einen Seite das Wertpapier eingebucht werden und dann darf sie auf der Passivseite auch erhöhen. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Situation für eine Bank. Und das geht im Übrigen nicht nur mit irgendwelchen Anleihen, das geht auch mit Immobilien. Also wenn eine Bank eine Immobilie kauft, dann braucht sie dafür keinen Cent. Sie muss einfach nur es in ihre Bilanz aufnehmen und auf der anderen Seite das Geld demjenigen auf dem Konto erzeugen, der es verkauft hat. Das ist alles. Es ist natürlich so, dass auch hier wieder die Regeln gelten. Also auch wieder die Eigenkapitalreservierung. Das ist natürlich bei einer Immobilie, weil sie relativ sicher ist, kein Problem, ne, weil da der Faktor quasi null ist. Es sei denn, das Haus brennt ab. Ne? Also von daher, eine Bank hat die Möglichkeiten, weil sie eine Banklizenz hat, das war der Grund, warum die Banken, also die Versicherung so gerne Banklizenz haben wollen, weil genau diese Möglichkeiten bestehen. Ja, also das ist schon mal ein Hammer, finde ich. Mir war das vorher nicht klar, dass Banken sich so leicht irgendwie Werte kaufen können, indem sie das Geld einfach dafür erzeugen. Ja, sollen wir ein paar Fragen mal klären, oder? Ich habe kurz eine Frage. Ja. Das heißt aber, wenn zum Beispiel die Bank Insolvenz gehen würde, dann müsste sie die Immobilie, würde dann zwangsversteigert werden und damit sozusagen dieses Giralgeld ausgezahlt werden. Im Prinzip, ja. Der Bankkunde hat. Naja, gut. Wobei das würde dann wahrscheinlich insofern
Und wie würde das funktionieren? Naja, also wenn eine Bank pleite geht, ja, dann haben wir ja diesen Bankenrettungsfonds, der dann das übernehmen würde. Grundsätzlich ist es so, wenn eine Bank pleite geht, dann bricht auch die Passivseite zusammen. Ja, das heißt, im Endeffekt, man kann natürlich sich noch aus dem bedienen, das ist im Endeffekt so wirklich wie bei einer Privatinsolvenz, ja, also wie vorhin mit dem Beispiel, wo das Haus abfackelt, von dem, was noch da ist, bedienen sich dann die Gläubiger. Wenn was nicht übrig bleibt, dann haben sie ja Pech gehabt. Und das ist das Gleiche, nur in dem Fall sind wir ja diejenigen, die, also in der Bankbilanz sind wir sozusagen die Passivseite und hier geht es ja jetzt um die Aktivseite, wenn die kollabiert, dann irgendwann, wenn das Eigenkapital aufgebraucht ist, also der Puffer weg ist, dann wird der Bank hat ein Riesenproblem und dann macht sie nie mehr. Ich hätte auch eine Frage. Ja. So, würde ich gerne nochmal zurückgehen zu der Slide mit der Tilgung. Und zwar entsteht dort in gewisser Weise der Eindruck, dass die Zinsen, die die Bank verlangt, völlig unzusammen, also in keinem Zusammenhang stehen zu den Zinsen, die Zentralbank in ihren Offenmarktgeschäften verlangt. Wir haben ja öfter mal die Kritik gehört, auch wenn die Zentralbank ihre Zinsen senkt, dass diese Zinsen nicht an die Kunden weitergegeben werden. Und immer wenn die Zentralbank die Zinsen erhöht, dann gibt sie diese Zinsen an die Kunden weiter. Und kannst du das nochmal an dem Bild erklären, wie der Zusammenhang ist zwischen dem Zinssatz, den die Zentralbank setzt, und den Zinssatz, den die Nichtbank im Endeffekt bezahlen muss? Es gibt da keinen wirklichen Zusammenhang. Das hat, wie gesagt, die Mindestreserve, das, was die Bank sozusagen reservieren muss, wenn sie einen Kredit schöpft, ist zum einen sehr, sehr klein, ist 1% von der echten Summe. Und sie hat ja gar keine Refinanzierungskosten, weil das, was sie als Mindestreserve hinterlegt, muss sie ja gar nicht keinen Zentralbankleitzins zahlen. Also diese Einschätzung würde ich mal stark widersprechen. Und zwar stellt sich der Zusammenhang für mich so dar. Wenn die Bank einen Kredit gibt und den als Giralgeld gut schreibt, dann ist das dieses Giralgeld, ist auf dem Girokonto, man kann innerhalb von einem Tag das gesamte Geld abziehen. Das heißt, die Bank, die muss sich in gewisser Weise darauf vorbereiten, dass der Kunde dieses Geld abzieht und entsprechend Barreserven vorhalten, die sie bei der Zentralbank in der holt und als Barreserve vorliegen hat und dafür die Zinsen an die Zentralbank gibt. Wenn aber der Kunde jetzt kommt und diese Giralgeld in die Geldanlage tut, also bei der Landbank längerfristig anlegt, dann kann der Kunde das Geld nicht kurzfristig abziehen, die Bank braucht keine Barreserve vorhalten und dann ist es tatsächlich so, dass der Zinssatz, den die Bank beim Kunden verlangen will, losgelöst ist von dem, was die Zentralbank hat. Deswegen gibt es ja auch den kurzfristigen Zinssatz, den die Zentralbank setzt, weil für alles Geld, was kurzfristig verfügbar ist, muss Barreserve vorliegen. Und für alle langfristigen Zinsen, das ist der Zinsmarkt, der nur zwischen Banken und zwischen Nichtbanken und Geschäftsbanken stattfindet, dafür kann sich das auf dem Markt entwickeln, unabhängig von dem, was die Zentralbank macht. Also ich meine, es stimmt natürlich, dass die Geldanlage für die Bank eine gute Sache ist, weil sie da die Sicherheit hat, dass sie nicht irgendwie übermäßig Zentralbankgeld vorrätig haben muss. Du hast jetzt einen speziellen Fall angesprochen, dass jemand einen Kredit aufnimmt und ihn zu einer anderen Bank überweist. Das könnte man sich ja mal vorstellen. Ja. Er lässt das Geld nicht auf dem Konto. Der Kunde ist wenn er jetzt ein Haus kaufen will dafür, ist nicht bei der gleichen Bank, sondern ist bei einer anderen Bank. In dem Fall ist es so, dass natürlich die eine Geschäftsbankbilanz sich auf dieser Seite reduziert, wenn ich eine Überweisung mache. Also ich überweise, das ist Bank A und ich überweise zu Bank B. Dann reduziert sich hier mein Giralgeld. Banken untereinander, hatte ich erklärt, handeln nur in Zentralbankgeld. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt ich mein ganzes Geld auf eine andere Bank überweise, muss die Bank einen Teil ihrer Barreserve der anderen Bank überweisen, genau gleich hoch, ja, damit die Bankbilanz sich auch wieder gleichmäßig verkürzt. Ich verkürze hier mein Konto wird geräumt und die Bank muss als Überweisung hier Barreserve transferieren zur anderen Bank. So, das meinst du wahrscheinlich, dieses Geld, dieses Zentralbankgeld müsste sie dann vorrätig haben und muss sie sich besorgen. Das ist im Prinzip richtig. Es ist nur so, wir betrachten hier nur einen Einzelfall. Du hast jetzt eine Überweisung zu einer anderen Bank. Unser ganzes Geldsystem besteht auf Millionen von Überweisungen, die tagtäglich in alle Richtungen stattfinden. Und es ist jetzt auch so, dass zum gleichen Zeitpunkt, können wir uns ja vorstellen, eine genau andersartige Überweisung stattfindet. Das heißt, es könnte ein anderer Kunde dem anderen was leihen und es gibt einen ständigen Transfer. Und deshalb werden bei Banken untereinander immer nur saldiert.
Es wird einfach alles berechnet, was von der einen Seite in meine Richtung läuft und was ich in seine Richtung rechne. Und da wird ein Saldo gebildet und dieses Saldo, das wird ausgeglichen. Das ist klar. Ich wollte nur klarstellen, dass das, was die Bank dem Kunden als Zinssatz verrechnet, dass das sehr wohl gekoppelt ist an dem, was die Zentralbank an Zinssatz setzt. Ja, aber wie gesagt, das wäre jetzt nur ein spezieller Fall. Meiner Meinung nach ist es nicht so. Ich glaube, dass der Zentralbankzins ist ein Regulativ, was den Banken eine Möglichkeit gibt. Ich meine, es war einfach. Ich war 10 Jahre in der Bank, ich kann dir versichern, dass das so ist. Auf einem kurzen Ende ist das gekoppelt. Das fehlt in der Darstellung, aber es ist auch nicht so wichtig. Es ist nur eine Sache, die in dem Bild ein bisschen unvollständig dargestellt ist. Okay. Ich wollte Ihnen da auch mal also nicht widersprechen, weil Sie auch beipflichten. Also ich meine, diese Leitzins, das woran wir da dranhängen. Ich meine, die Leute fangen an zu bauen, also zu investieren, wenn der Leitzins niedrig ist, weil es günstiges Geld gibt, und wenn er hoch ist, dann investiert dementsprechend weniger. Also, und das ist auch die Kritik, dass die Banken das nur verzögern oder falsch durchgeben an den Markt, aber der Leitzins ist elementar für unser Wirtschaftssystem. Also wie gesagt, aus meiner Sicht erkenne ich da jetzt keinen direkten Zusammenhang, wenn man sich anschaut, dass die Schuldzinsen, ich habe keinen Kredit, aber vielleicht 8-9% oder sowas sein werden und der Leitzins angeblich 1% ist, dann weiß ich nicht, wo ist da der Zusammenhang? 1% ist das? Das ist ja genau das Problem. Das ist der angebliche Risikoausgleich oder wie auch immer, warum es die Bank so dementsprechend macht. Und es ist schon ein Unterschied, du kriegst auch Geld für 3-5%. Wenn du halt ein anderer Investor bist, wenn du höhere Sicherheiten hast und wenn du natürlich irgendwie privat und du kriegst im Moment für knapp über 3% Kredit. Zum Beispiel, der spricht von 3% und von 8%. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich keine Sicherheiten habe, dann muss ich 90% zahlen. Ja. Aber die Entscheidung, wie hoch der liegt, kommt ja nicht aus dem Markt, sondern da, wo die Zentralbank sagt, wo es lang geht. Das ist der Leitzins. Ja, also ich sage ja nicht, dass der Leitzins keine Funktion hat, aber ich glaube, dass der Leitzins mehr eine psychologische Funktion hat. Nein, aber wie gesagt, ich bin ja nicht allwissend. Also von daher. Ich sage nur, dass in dieser Bilanz, die ist sehr schön und ich glaube, das ist auch genau das Wissen, was ein bisschen fehlt. Das ist eine super Darstellung. Es fehlt aber ein gewisser Zeitaspekt. Es gibt im Prinzip eine andere Achse dazu. Nämlich, wenn diese Bank einen Kredit rausgibt und den als Giralgeld auf dem Girokonto hat und dieses Girokonto oder der Kunde des Girokontos das Recht hat, an einem Tag das gesamte Konto leer zu räumen. Ja, das ist viel größeres Risiko. Dann muss die Bank diese Möglichkeit das Geld vorhalten und die Tatsache, dass es sich im Schnitt schon ausgleicht, da kriegt man ein bisschen Geld weg und dann kommt wieder ein bisschen Geld zurück. Im Schnitt gleicht sich das in der Regel aus, aber einmal im Jahr passiert es dann doch, dass es sich mal nicht ausgleicht und für diesen Fall muss die Bank vorsorgen. Und die einzige Möglichkeit, die die Bank hat, für diesen Fall vorzusorgen, ist es, Barreserve auf die Aktivseite einzubuchen. Und für diese Barreserve zahlt sie den Leitzins. Deswegen muss sie, den Leitzins hat sie als Kosten. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt einen Leitzins von 1% haben und die Bank kassiert 3%, dann ist 2% ist für die Bank Gewinn, Verwaltungskosten, okay. Risikorücklage und so weiter. Aber 1% hat diese Bank wieder als Kosten in der Zentralbank. Und das ist zwar jetzt ein kleinerer Teil, deswegen in der Grafik nicht drin, aber muss man auch wichtig beachten, dass eigentlich, wenn ich hier Zinsen zahle oder einen Kredit aufnehme, auch die Barreserve bei der Bank steigen muss. Also im Prinzip stimme ich dir zu, aber es gibt noch eine Sache, die vielleicht noch dazu kommt. Die Banken untereinander transferieren sich ja quasi kein Zentralbankgeld. Die geben sich gegenseitig Kredit in Zentralbankgeld. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Banken untereinander total verzahnt sind. Etwa 2 Billionen ist die Summe, die die Banken sich untereinander als Zentralbankgeldkredit gegeben haben. Ja, und wenn da jetzt ein Saldo ist, was offen ist, wird einfach ein Kredit gegeben. Ja, ich rede jetzt erstmal. Aber auch der war kostet von einer Bank, dieser Fall, den ich jetzt geschildert habe, ist nur von einer Bank mit einer Nichtbank. Also da gibt es noch gar nicht mehrere Banken. Und wenn mehrere Banken untereinander Geld austauschen, das ist immer Geld mit unterschiedlicher Laufzeit. Weil das große Problem ist, man hat jetzt, jemand hat einen Kredit, den er in 10 Tagen abheben könnte und jemand anders hat ein Guthaben, das erst in 11 Tagen fällig wird, dann entsteht sozusagen eine Lücke von einem Tag, wo potenziell ich eine Zahlungslücke habe. Und für das
vorzusorgen. Nehme ich einen Kredit für 11 Tage und gebe einen Kredit für 10 Tage. Das heißt, diese ganzen großen Summen, das ist nicht zu sagen, das ist nicht Bargeld, was dort getauscht wird, sondern das sind Geldforderungen mit bestimmten Laufzeiten. Deswegen ist die Summe so riesig groß, aber im Endeffekt wird kein Geld getauscht, sondern es wird nur hypothetisch für den Fall irgendwie Forderungen ausgeglichen. Aber es entsteht gar keine Transaktion. Ja, ich hätte eine Frage eigentlich an Stefan. Diese Reserve, die du jetzt beschrieben hast, das ist mehr als die Mindestreserve, oder? Die Mindestreserve, die tun mal weg, die ist auf null. Genau. Und gibt es irgendwelche gesetzlichen Regelungen, die festlegen, wie hoch diese Barreserve sein muss? Oder könnte die Bank einfach hergehen und auf gut Glück sagen, okay, wir nehmen jetzt da keine entsprechende Zentralbank auf? Das hängt davon ab, wie hoch dieser Aufschlag ist, dieser Überschuss. Wenn dieses Geld jetzt zum Beispiel in einer Form vorliegt, wo der Kunde es jeden Tag komplett abräumen kann, dann muss die Bank auch Geld vorhalten, das sie innerhalb eines Tages liquide halten kann. Wenn sie jetzt Immobilien auf ihrer Aktivseite hat und der Kunde kommt und will sein Geld leer räumen, dann sagt die Bank, kann die nicht sagen, ah, du, ich habe jetzt kein Geld, aber ich gebe den Ziegelstein von der Immobilie. Geht nicht. Sondern die Bank muss für diesen Fall vorsorgen und entsprechend das vorhalten, dass sie auch innerhalb eines Tages diesen Mann aus dem Konto, aus dem Bankomat oder sonst irgendwo geben kann. Das heißt, die muss das genau das vorhalten, worauf der Kunde Anspruch hat. Und das ist eine gesetzliche Regelung, dass sie das tun muss, zusätzlich zu der Regelung Mindestreserve? Das wird geprüft von der BaFin, Bundesaufsichtsbehörde für Finanzindustrie, und die gucken da mehrfach alle paar Jahre bei den Banken, gucken die von oben bis unten, ob diese Regelungen auch richtig eingehalten werden. Also nicht punktuell alle paar Jahre, sondern über den Zeitraum, die schauen sich in einem Jahr die gesamte Zeit genau. Vom vorigen Jahr. Die gucken sich die Bücher an und so weiter. An den Stefan kurz, kannst du mir dann erklären, warum bestimmte Filialen von Bankunternehmen eine Voranmeldung für höhere Beträge zur Abbuchung von höheren Beträgen dann fordern? Ja, das sieht man ja ganz klar, wenn die Bank dir verpflichtet, so eine Voranmeldung. 10.000 Euro waren beispielsweise genau. So eine Grenze. Wenn die Bank von dir die Forderung, also von dir verlangt, eine Voranmeldung zu machen, dann muss sie weniger Barreserve vorhalten, muss also weniger Geld bei der Zentralbank leihen, muss der Zentralbank weniger Zinsen zahlen und kann dadurch mehr selber einstecken. In dem Fall geht es aber allerdings auch um Bargeld. Ne? Bar. Genau, und das ist nämlich das von der Barreserve, das ist ja nicht alles Bargeld. Ja, das ist ja im großen Teil Zentralbank-Giralgeld. Da ist nur ein Mini-Bruchteil Bargeld. Und das, was du jetzt ansprichst, ist ja genau dieses vorgehaltene Bargeld. Und da ist natürlich ein Problem, wenn jetzt zu viele kommen plötzlich schlagartig, ist das Geld weg. Und es ist echt image-schädigend, wenn du plötzlich einem Kunden sagen musst, ich habe kein Geld mehr. Ja, und deshalb ist das natürlich ein Riesenproblem. Und deshalb wollen die bei, ich habe das 2008 auch erlebt, da bei der Postbank konnte man 5.000 Euro abheben. Das war wirklich Wahnsinn. Und ich hatte 8 auf meinem Konto. Ja, ich habe es nicht gekriegt, mein Geld. Ne? Und ja, da muss man halt dann vorher anmelden, aber da geht es wirklich nur um dieses Papiergeld, was dann vorrätig sein muss, weil wenn das plötzlich weg ist. Das ist ja der Fall jetzt eben. Genau. Ja, das wäre sehr teuer, weil dann hast du nicht nur die Kosten, das Geld zu leihen, sondern hast du noch die ganzen Transportkosten, die Sicherungskosten, also so viel Bargeld vorzuhalten ist teuer. Ja, grundsätzlich ist Zentralbankgeld für die Bank natürlich ein Kostenfaktor, das ist klar. Deshalb ist die Bank natürlich immer bemüht, möglichst wenig Zentralbankgeld in ihrer Bilanz zu haben, weil das Geld kostet. Ja, aber es gibt halt, wie gesagt, Regeln, die sie dazu zwingen, ein gewissen Maß an Bargeld oder an Zentralbankgeld vorrätig zu haben, einfach für die Eventualitäten, dass solche Fälle passieren. Ne? Ja, machen wir weiter. Ich bin eh schon bald fertig. Achso, noch eine Frage. Ja, also zum einen jetzt nochmal zu dem Thema Laufzeit. Eigentlich diese Unterscheidung auf der Passivseite bei der Bank zwischen Giralgeld und Geldanlagen, das ist in verdeckter Form genau diese Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Geldanlagen. Also ansonsten ist das alles einfach eine Passivseite, aber gestaffelt nach den Laufzeiten. Ganz grob kann man eben sagen, die genau. Kurzfristigen sind das Giralgeld und die langfristigen sind die Geldanlagen. Also das kann man auch auf der sehr einfachen Grafik schon erkennen. Ja, da müsste aber die Giralgeld auch der Barreserve, da gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden. Ja. Gut, aber passt schon. Also, genau, ich bin gleich durch. Danach können wir ja hier Freestyle machen.
Eine Sache wollte ich noch erwähnen, weil das auch oft bei uns in der Mailingliste groß thematisiert wird, Zinsen. Was passiert mit den Zinsen wirklich? Ich habe jetzt diese ganze Bilanz ein bisschen auseinandergeschoben, damit wir so einen Platz haben. Die Aktivseite interessiert jetzt erstmal gar nicht. Wenn wir Kreditzinsen zahlen, das hatte ich vorhin in der Grafik gezeigt, landen die im Eigenkapital der Bank. Ja? So, jetzt gibt es ja diese Vorstellung, dass da dieses Geld auch fehlt, dass dieser Kreditzins immer im System fehlt und deshalb immer mehr Kredit geschöpft werden muss. Und hier sieht man, was in Wirklichkeit damit passiert. Die Bank ist ja kein schwarzes Loch für Geld. Das heißt, das Geld, was sie durch Zinszahlung erhält, gibt sie wieder aus. Und zwar in verschiedener Form. Zum einen natürlich als Guthabenzinsen. Die Leute, die hier eine Geldanlage haben, kriegen ja was. Das muss irgendwo herkommen, das Geld. Das kriegt die Bank über ihre Kreditzinsen, die sie kassiert. Des Weiteren zahlt sie natürlich Löhne, Kosten, also ihre Bankpaläste, Boni horrend. Also, und auch Dividenden auf die Bankaktie. Das werden ja die Gewinne ausgeschüttet. Das ist genau das. Es wird einfach wieder zurückgeführt ins System. Es ist natürlich richtig, dass es hierbei sich um eine Umverteilung handelt. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Denn Kreditzinsen zahlen die, die Schulden haben. Und erhalten tut das Geld entweder Leute, die Guthaben haben, die also Vermögen haben in irgendeiner Art, also Geldvermögen ist auch falsch, Geld haben als Anlage. Oder Leute, die halt einfach zum Beispiel Bankaktien haben. Die kriegen eine Dividende. Aber das sind natürlich auch wieder Leute, die Werte haben. So, und so findet eigentlich eine ständige Umverteilung statt von Leuten, die Schulden haben, zu Leuten, die Werte haben über diesen Zins. Aber es ist nicht so, dass die Bank da so eigenmächtig agiert oder egoistisch agiert. Natürlich gibt sie das Geld aus für eine Leistung, die sie bekommt, aber das Geld fließt wieder zurück. Problem ist eigentlich nur dann im Geldsystem, wenn dieses Geld gehortet wird. Ja, also wenn gespart wird. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das echte Problem dieses Geldsystems. So würde der Zins im Kreis fließen. Also die Leute, die ja Guthabenzinsen bekommen, wenn die sich dafür ein Auto kaufen würden, wäre alles überhaupt kein Problem. Oder wenn die Leute ihre Löhne, werden natürlich in der Wirtschaft wieder ausgegeben. Wenn es eine Putzfrau bei einer Bank arbeitet, kriegt sie Geld und das Geld gibt sie komplett wieder aus, weil sie nicht viel kriegt. Klar, und das ist total unschädlich fürs Geldsystem. Schädlich ist es, wenn jemand die Guthabenzinsen wieder anlegt, also sie nicht ausgibt. Frage, aber so wie du das aufgezeichnet hast, da fehlt ja doch der Bankengewinn. Bei der Bankengewinn. Das sind die Dividenden oben. Die Dividenden an Aktienbesitzer. Weißt du, wenn du eine Aktie hast von einer Bank. Nein, der gewinnt die Bank selbst. Weil die Bank macht ja mit den eingenommenen Zinsen, kannst du das auch wieder anlegen. Du meinst jetzt, ob eine Bank selber die Zinsen. Nein, das kann sie nicht. Ja? Also, wie will sie das machen? Wenn sie ein Produkt kaufen will, muss sie es entweder in Zentralbankgeld kaufen, wenn sie eine andere Bank abkauft, oder sie kauft es einer Nichtbank ab, aber dann erzeugt sie das Geld einfach. Also sie braucht das Geld nicht, um sich Dinge zu kaufen. Sie gibt es zurück, um Nichtbanken etwas zu geben. Also die Löhne, Boni und so weiter. Aber sie könnte es natürlich nutzen, um irgendwie Wertpapiere zu kaufen, um das Eigenkapital zu erhöhen. Ja, eben nicht, weil... Weil wem soll sie die Wertpapiere abkaufen? Wenn sie einer Bank abkauft, also wenn Banken untereinander handeln, dann ist das ein Aktivtausch. Weil die zahlen nämlich in Zentralbankgeld, die Banken. Ja? Dann wird die Zentralbankgeldmenge weniger und die Wertpapiere gehen rauf. Wenn der andere Fall wäre, wenn die Bank etwas von einer Nichtbank abkauft, das hatten wir vorhin, dann werden Wertpapiere hier mehr, aber das Giralgeld wird einfach geschöpft. Dafür muss sie kein Geld transferieren. Ja? Also das heißt im Endeffekt, sie kann mit dem Eigenkapital das machen, was hier steht. Ne? Ja. Kann sein, dass die Frage falsch stand, hast du so gefragt, wo geht der Gewinn der Banken? Ja. Genau. Und ins Eigenkapital. Aber die Bank, das ist doch quasi, besteht aus einem Aktionär. Oder aus was besteht die Bank? Genau. Die Bank geht dazu den Aktionär, der Gewinn. Dividende. Genau. Also das ist die Dividende auf die Bankaktie. Und das kriegen halt Leute, die kriegen es halt gut geschrieben in ihrem Konto. Wenn sie dort ein Konto haben, landet es halt bei denen direkt im Konto. Was aber möglich ist, wenn sozusagen über den Kreditzins das Eigenkapital erhöht wird, kann mit dieser Basel II-Regelung die Bank danach weiteres Geld schaffen. Genau. Also dieses Geld hier, also das heißt Geld, das ist eigentlich in dem Moment nur Eigenkapital, nicht wirklich Geld. Aber in dem Moment, wo das Eigenkapital wächst, hat sie natürlich mehr Möglichkeiten, Kredite zu geben, weil halt dann die Eigenkapitalreservierung möglich wird. Man könnte jetzt mal theoretisch gedacht, weil das Problem besteht ja jetzt, dass die Banken ein echtes Eigenkapitalproblem haben. So, man kann sich halt immer überlegen, wie kann eine Bank
mehr Eigenkapital bekommen? Ja, ganz einfach. Sie zahlen einfach keine Guthabenzinsen mehr. Das ist hier freier Wille. Ja, sie könnte jetzt einfach sagen, wir zahlen jetzt keine Guthabenzinsen mehr. Wenn alle Banken das gleichzeitig machen würden, dann würde ich gerne mal sehen, was die Leute machen, weil dann werden die Leute wahrscheinlich gar nichts machen. Sie würden einfach ihr Geld dort liegen lassen, kriegen halt jetzt plötzlich keine Zinsen mehr und das Eigenkapital würde sich mords aufblähen, ja, weil das natürlich ein großer Faktor ist, diese Guthabenzinsen. Also an dem Punkt könnte eine Bank viel machen, um ihr Eigenkapital zu vergrößern. Wenn das eine Einzelbank macht, ist es natürlich ein bisschen unbeliebt, weil dann natürlich alle Leute wegrennen. Ne? Ja. Wenn eine Bank eine Immobilie kauft von einer Nichtbank, dann braucht sie dazu kein Geld von der Zentralbank. Sie braucht gar kein Geld, sie macht es selber. Könnte sie doch an jeder Zwangsversteigerung zu x-beliebigen Preisen jede Immobilie kaufen? Könnte sie machen, aber was hat sie davon? Es geht, eine Bank will ja eigentlich, der geht es ja gar nicht um so ein, also das ist ja ein Mechanismus, der eine Bank besteht ja, um Kredite zu vergeben eigentlich. Diese Werte aufkaufen, natürlich können sie das im Prinzip machen, klar. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Es ist vielleicht noch wieder ein Risiko. Ja, weil dann würde sich ja die Chiralgeldmenge erhöhen. Sie müsste das Geld gutschreiben. Wenn sie die Chiralgeldmenge erhöht, muss sie die Barreserve erhöhen und dafür zahlt sie Zinsen mit der Zentralbank. Ja gut, aber dafür haben sie eine Immobilie. Also das wäre jetzt für mich nicht so ein dolles Argument. Ich würde dann auch immer noch die Immobilie kaufen für die 1%. Wenn die Barreserve, ja, da muss ich Zinsen zahlen, wenn ich kann sagen, wenn die Zinsen höher sind als der Wertgewinn oder die Mieteinnahmen aus der Immobilie, ist das ein schlechtes Geschäft. Wenn aber die Gewinne, die Mieteinnahmen und Wertsteigerungen aus der Immobilie höher sind als die Kosten für die Barreserve, als der Leitzins sozusagen, würde die Bank das sofort machen und das tut sie auch. Aber diese dann überbevorteilt im Markt, sage ich jetzt mal, weil sie zahlte nur die Zinsen auf die Barreserve und die waren ja recht gering. Ja. Sie kann ja nicht beliebig zu beliebigen Preisen das kaufen, weil wenn sie irgendwann feststellen, das Haus können sie nicht mehr zu diesem Preis weiterverkaufen, dann müssen sie das abschreiben, ja. Dann geht das Eigenkapital nach unten, genau. Und die Aktionäre sind nicht zufrieden, weil sie keine Dividende. Das passiert ja auch, wenn jetzt ein Kredit ausfällt. Ja, wenn ein Kredit ausfällt, was passiert? Das können wir schon mal hier an. Die Kreditforderung, wenn sie dann wirklich abgeschrieben wird, reduziert den Batzen Kreditforderung hier. So, jetzt muss auf der anderen Seite auch was passieren. Von unserem Vermögen da verschwindet nichts. Also muss ich das Eigenkapital dann reduzieren. So, das heißt, wenn eine Kreditforderung ausfällt, dann geht das voll aufs Eigenkapital. Ja, und das Gleiche ist bei den Wertpapieren. Ja, deshalb wurden ja auch 2008 diese Bad Banks gebildet. Da wurden einfach diese Wertverluste, die in den Bankbilanzen eigentlich aufgetaucht werden, ausgelagert. Ja, man hat einfach eine Bad Bank aufgemacht, der ganze Schrott in ihre Bilanz gehoben und es wurde Geld hier reingehievt, was dann von dieser Bad Bank kam. So, es ist alles ein bisschen virtuell, aber im Endeffekt, ich glaube, ich habe jetzt kein echtes Argument, was dagegen spricht, dass eine Bank nicht bei einer Zwangsversteigerung, wo sie wahrscheinlich eh eine Immobilie relativ billig kriegt, warum soll sie die nicht nehmen? Vielleicht weiß jemand von euch das. Ja, wenn es halt abschreiben muss. Vielleicht ist das ein Argument, ja, weiß ich nicht genau. Ja. Liegt es dann vielleicht daran, wenn der Kunde, der die Immobilie hatte und die an die Bank praktisch verkauft hat, der hat ja dann Chiralgeld. Und wenn er das Chiralgeld dann aber zu einer anderen Bank überweist, dann muss die Bank das ja dann wieder ausgleichen. In Zentral. Ist das dann vielleicht der limitierende Faktor oder? Also im Prinzip könnte das so sein, aber wie gesagt, mein Kenntnisstand ist, dass diese ganzen Salden sich eh ausgleichen, weil es unendlich viele Überweisungen gibt. Ja klar, aber wenn jetzt... Aber grundsätzlich hast du recht, ja. Wenn jetzt eine Bank einfach richtig viel aufkauft, mehr als klar. Die anderen, dann hast du natürlich ein Problem. Wahrscheinlich ist das auch ein Argument, ja. Ja. Sie muss ja halt die entsprechende Barreserve dann auch vorhalten. Und wenn dann dieses Geld weggebucht wird, dieses Chiralgeld, dann geht auch die Barreserve runter. Und im schlimmsten Fall würden dann Leute Geldanlagen auch auflösen bei der Bank und daraus neues Bargeld generieren. Und dann muss die Bank neues Chiralgeld generieren und jetzt muss die neue Bank Chiralgeld erzeugen. Woher holt sie sich das? Sie hat jetzt eben nur diese Immobilie. Jetzt kann sie diese Immobilie verkaufen oder die Immobilie bei der Zentralbank hinterlegen und dafür Zentralbankgeld holen. Aber im Endeffekt führt dann, wenn die Leute tatsächlich Chiralgeld abziehen und dann Anlagen abziehen, hat die Bank keine andere Wahl, als diese Immobilie wieder auf dem Markt zu verkaufen. Man muss sie früher oder später. Und wenn sie dann zu viel gezahlt hat für die Immobilie, also mehr gezahlt hat, als sie auf dem
Markt wert ist, dann muss sie den Verlust abschreiben und ihr Eigenkapital sinken. Also eine Bank muss schon darauf achten, dass die Immobilien, die sie kauft, dem Marktwert entspricht, weil im schlimmsten Fall muss sie es irgendwann mal diese Immobilie wieder verkaufen. Ja gut, das spricht natürlich auch wieder bei einer Zwangsversteigerung, kriegst du ja oft für einen halben Preis. Aber das, ich, ja. Gut, aber am Ende klar, irgendwie muss das natürlich absichern. Ja. Was macht die Bank, wenn sie ihre Immobilie plötzlich loswerden muss, weil Leute ihre Geldanlagen auflösen? Dann muss sie es ja auch zwangsversteigern und dann kriegt sie auch wieder einen halben Preis. Also, das haben wir ja in Amerika gesehen, wie da die Häuserpreise dadurch gefallen sind, dass plötzlich zwangsweise das alles verkauft werden musste und damit natürlich die Kreditforderungen auch nicht mehr besichert waren, die existierten, weil in Amerika ja wirklich die Menschen immer nur mit dem haften, was sie kaufen, also mit ihrem Haus. Ja, das ist es eigentlich soweit. Das war so die kleine Einführung in die Geldschöpfung. Und ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.